das an. Ne? Weil wir bleiben bei der Wahrheit. Wir fangen hier gar nicht an, erst zu lügen, so wie die. Das sind Heidenvölker, die lügen, wo es nur noch geht. In ihren Schriften dürfen sie sogar lügen. Wir nicht. Wir müssen in der Wahrheit bleiben. Und deswegen, wenn wir über das Evangelium sprechen, sprechen wir Fakten. Ganz einfach. Leute, alle, die hier drinnen sind, ich küsse eure Herzen. Eskaliert mal ein bisschen mit den Likes mal. Alle mal ganz, ganz stark liken. Ich küsse eure Herzen. Na? So, Leute, dann machen wir mal weiter. Und an die ganzen Modis, die hier drinnen sind, ne, tut mir einen einzigen Gefallen. Die Leute, die hier beleidigen, tut sie direkt sperren. Denn sehen die auch meinen Stream nicht mehr. Ganz einfach. Ne? Ich tue euch sogar einen Gefallen. Ne? Sobald sie beleidigen, Leute, sperrt sie direkt. Nicht stumm schalten, sperren. Ganz einfach. Ich helfe euch sogar noch dabei. Ich tue euch sogar noch einen Gefallen. Ne? Und an die Leute, die hier zuhören wollen, das Evangelium hören wollen, die können drinnen bleiben. Ne? Und wir exposen hier gewisse Dinge. Ne? Ganz einfach. Easy peasy. So, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz, So. So, jetzt gucken wir mal. Armin, Shakir, du brauchst keine Anfrage stellen, weil du bist total sinnlos. Mit dir brauche ich gar keine Unterhaltung führen. Du bist weit entfernt von dem, was eigentlich sein sollte. Ne? Weil du immer noch nicht checkst, dass du auf deutschem Boden bist und dass du dich hier anzupassen hast. Ganz einfach. Wir haben eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland. So. Hallo? Hallo, mein Lieber. Was kann ich denn für dich tun? Gottes Segen, die Bruder Herz, und an euch alle da draußen. Gottes der Herr Segen. Hallo? Flex? Ganz kurz, Demokrat. Ja, Priester, mein Lieber, was kann ich denn für dich tun? Schieß los. Ja, ich wollte mal ganz kurz hochkommen, um ja, euch Gottes Segen zu wünschen. Bruder Flex, du machst einen sehr, sehr guten Job. Der Herr segne und behüte dich reichlich. Du deckst die Finsternis auf und gleichzeitig verkündigst du das Evangelium. All Ehre dem Herrn. Danke, all Ehre dem Herrn. Wir machen ganz normale Missionierung. Wir reden über Gott. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Dunkelheit aufdecken, dass unsere Brüder und Geschwister nicht in die Irre geführt werden. Ganz einfach. Ja, das Ding ist ja so, wir lieben alle Muslime, aber gerade weil wir sie lieben, wollen wir doch, dass sie doch zur Wahrheit finden. Und die ist alleine Jesus Christus, weil der Islam... Es gibt tatsächlich... Marouche, Bruderherz, kannst du mal diesen Armin Shakir direkt sperren? Ne, das wäre nicht schlecht, weil keiner braucht den hier drin. Ne, der stiftet nur Unruhe. Der ist total sinnlos, der Kerl. Ne, Marouche, du kannst ihn direkt sperren. Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Priester, genau. Wir wollen einfach nur über das Evangelium sprechen, ne? Und wir möchten unsere Brüder und Geschwister schützen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil es gibt auch Geschwister und Brüder im Glaube, die schwach sind, ja, mhm. Und die müssen wir aufklären. Deswegen haben wir auch Bibelverse, Prophezeiungen und decken auch gleichzeitig auf. Weißt du, was ich meine? Auf alle Fälle, das ist extrem wichtig, weil wenn man lauwarm ist, dann wird man eines Tages vom Herrn ausgespeist. Und das ist ja überhaupt nicht. Genau. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Okay, genau. Ja, und das ist genau meine Arbeit hier. Ne? Also wie gesagt, wir beleidigen auch nicht, wir bleiben in der Liebe und sprechen, wie gesagt, über das Evangelium und gut ist. Ne? Mhm. Genau. Ansonsten hast du noch eine Frage? Ansonsten mache ich mit Demokrat weiter. Nee, ich habe ansonsten keine Fragen mehr. Der Herr segne und behüte euch alle, meine Brüder und Schwestern. Der Herr kommt bald wieder. Und ja, Amen. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Yeshua al-Masih. Arabu Yeshua al-Masihu Allah. Also, danke, dass du da warst, Bruderherz, ja? Ja, mach's gut, Bruder. Ciao. Ciao. Hallo? So, Demokrat, Flex, was kann ich denn für dich tun? Ich wollte dir nur sagen, dass ich dein größter Fan bin. Ich liebe dich über alles. Das ist jetzt mein Fake-Account. Also wir sind mit meinem Hauptaccount sind wir auch befreundet. Ich kann da nur nicht live gehen. Ich komme auch aus Baden-Württemberg. Vielleicht weißt du auch, wer ich bin. Ich wollte dir nur sagen, du hast mit allem recht.
Offenbarung 1, Vers 17. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Der Koran kam 600 Jahre später raus. Also ich habe da wirklich Ahnung. Die Muslime haben alle keine Ahnung. 0,0 durch die Bank weg. Die haben keinen Schimmer. Ich bin komplett deutsch, auch wenn ich ein bisschen dunkler bin, ich habe pechschwarze Haare. Ich würde gerne die Kamera anmachen, aber ich bin auf Arbeit. Ich komme aber heute Abend mit meinem Hauptaccount rein, wieder ganz normal. Du wirst auch meine Stimme sofort erkennen. Okay. Ja, ich wollte dir nur sagen, du bist einer der besten TikToker auf dieser Welt. Ich liebe dich, ich liebe deine Streams. Ich höre dir so gerne zu. Ich schlafe auch so oft einfach ein und am nächsten Morgen lande ich in irgendeinem muslimischen Stream und werde direkt beleidigt. Ich wollte dir nur sagen, du bist der King. Du wirst es immer bleiben, Offenbarung 1, Vers 17. Ich bin der Erste und der Letzte, ganz einfach. Es gibt nichts zu debattieren. Du brauchst die ganzen Muslime, die werden alle irrgeleitet. Die werden alle in die HÖ-LL kommen. Es ist einfach Fakt. Schwester, danke für diese positiven. Ich merke schon, du bist sehr, sehr energetic. Du hast sehr, sehr viel Energie. Ich merke, du bist voller Liebe. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte, die du mir hier gegeben hast. Ich fühle mich schon geschmeichelt. Flex, du bist einfach der King. Du bist einfach der TikTok-King. Egal, was für Muslime da reinkommen, die können 0,0 argumentieren. Dann sagen die, du bist kein Deutscher, du bist mehr deutsch als alle anderen. Ja, danke, danke. Und auch die AfD liebt dich. Ich will nur ganz kurz sagen, du bist für mich kein Ausländer, ganz im Gegenteil. Du bist für mich ein richtiger Deutscher, du bist ein Patriot, du gehörst nach Deutschland, ganz einfach. Du bist ein Deutscher, egal ob jemand sagt, du bist nicht deutsch oder sonst irgendwas. Du bist deutscher als alle zusammen, 100%. Und wir brauchen dich und glaub in die Alice Weidel würde dir die Füße küssen. Danke, ich schwöre dir. Das schwöre ich dir, das wollte ich nur loswerden, unbedingt, bevor ich wieder zur Arbeit muss. Nicht schwören. Ja, stimmt, das tut mir leid. Gott, wie okay. Das tut mir leid, ja. Das stimmt. Ich freue mich heute Abend, also solltest du tatsächlich heute Abend kommen. 100%. Ja, okay, also ich starte heute Abend einen Livestream, ich würde gerne sehen, wer du bist, würde mich echt interessieren. Sofort, wir kommen beide, also ich komme aus Baden-Württemberg. Ja. Und ja, wir sind ziemlich weit nah aneinander, aber ich möchte dann jetzt nicht so viel sagen für die anderen. Wir sind ziemlich, ja. Alles gut. Ein bisschen. Ich freue mich natürlich später. Ja. Ich freue mich, bei dir im Stream zu sein, gerade so. Ich habe so Gänsehaut. Ich war das jetzt 10 Minuten, wollte es einfach nur loswerden. Wie toll du bist. Du machst so super Arbeit. Du solltest eigentlich jeden Tag bezahlt dafür werden. Nicht nur von uns, sondern wirklich von der AfD, von Deutschland, von einfach von allem. Und ich sag's auch an alle anderen. Egal was für eine Hautfarbe, egal was für eine Sprache, Akzent, wenn ihr euch als Deutscher fühlt, seid ihr in Deutschland willkommen. Wir wollen hier nur nicht die Scharia haben. Hier ist die gesetzgebende Gewalt nun mal die Demokratie. Und nichts anderes. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das wird eh nicht passieren, das mit der Scharia. Da musst du gar keine Sorgen machen. Ich habe wirklich sehr, sehr enge Bekanntschaften, die mir Insider-Informationen tatsächlich geben. Das wird hier niemals durchgesetzt. Also klar, jeder soll seine Moschee haben, beten, machen, was da passiert. Aber eine Scharia wird sowieso nicht kommen. 100%, und ich lese jetzt hier gerade, wir siegen, Islam wird siegen. Ihr seid alles sowas von Heuchler. Was macht ihr in Deutschland? Was macht ihr in Deutschland? Geht doch in eure Länder. Ihr flieht vor der Scharia? Ja. Ihr flieht vor der Scharia und kommt dann nach Deutschland und wollt eure gesetzlose, gegebene Gewalt einfach hier anwenden. Euer Gott, den gibt es nicht. Der Koran wurde 650 Jahre später ins Lande gerufen. Also Leute, bitte, ihr habt doch alle Menschenverstand und beleidigt Flex nicht, weil... Weißt du, Demokratie, soll ich dir mal was sagen? Wenn du die Bibel zu Hause hast, ja, 600 Jahre später kam ja der Islam, okay? Und dann gibt's ja einen Mann, der in der Höhle war und er begegnet einen Engel, okay? Richtig. Lies mal einfach Jesaja 29, Vers 8. Wir haben da eine Prophezeiung. Lies es einfach ganz in Ruhe zu Hause. 100%. Ja, du bist ganz arg toll, Flex. Ich liebe dich. Danke. Ja, dann würde ich mich bedanken dafür, für deine sehr, sehr schönen Worte. Ich würde dann weitermachen. Ne? Ich küsse dein Herz dafür, für diese schönen Worte. Und ich freue mich nachher, wenn du da bist. 100%, ich muss jetzt auch wieder auf die Arbeit. Heute Abend, ich liebe dich einfach, Flex. Du bist meine Motivation am Morgen, am Abend, am Tage, ganz egal. Du bist meine Motivation und du gibst Deutschland einfach Hoffnung.
Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Nächster Bundeskanzler. Ja. Du kannst mich wieder runternehmen. Du bist ganz arg toll. Danke, ich küsse dein Herz dafür, ne? Dankeschön, danke. Ciao. Ciao. Wow, das sind wirklich sehr, sehr schöne Worte. Also, das schmeichelt einen extrem, ne? Also, wirklich sehr, sehr schöne Worte. Wir haben wirklich wundervolle Menschen, ne? Die wirklich sehr, sehr viel Liebe in sich tragen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist der Wahnsinn. Also, das schmeichelt mich schon. Ich denke mir einfach nur, oh! Wahnsinn, Leute. Wahnsinn, ich finde das mega, mega schön. Mega schön. Garo, ich küsse dein Herz dafür. Genau, jetzt holen wir mal jemand anders durch. Na? Dann schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ich gehe mal einfach nach der Liste hier. Na? Nico, ich hole dich gleich hoch, okay? Immer mit Geduld haben. Immer mit Geduld. Ich weiß nicht, ich glaube, den hatte ich schon mal hier oben gehabt. Amerika sagt ja immer, make America great again, but we make Germany great again. Ja? Akil, was kann ich denn für dich tun? Grüß dich, Flexer, ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's hervorragend, was kann ich für dich tun? Ich habe vorhin eine Anfrage gestellt, vorhin war ja diese Frau, ja, diese Muslimin da, diese junge Muslimin, und du hast sie nach einer Prophezeiung aus dem Koran gefragt. Und ich wollte dir eins geben, aber bevor ich das mache, will ich dich etwas fragen, wenn das möglich wäre. Nicht biblisch oder sonst was. Bist du auch der Meinung, dass das Verborgene nur Gott kennt? Sonst keiner? Also redest du ja doch, das ist ja doch eine biblische Frage. Ja, also das jetzt schon, ja. Warum sollte Gott das Verborgene nicht kennen? Ja, ob du der Meinung bist, dass nur Gott das Verborgene kennt, sonst keiner. Gott ist Allwissen, er weiß alles, ja, natürlich. Gut, sonst kann das Verborgene keiner kennen, außer der Allmächtige. Richtig. Gut. Wenn du jetzt im Koran, im Sure 30, die Verse 1 bis 5 lesen würdest, da steht, dass die Perser... Du bist ja in der Beweisung, lies uns das mal vor. Okay, ich lese jetzt gerade für dich. Da steht, die Römer wurden besiegt, aber in einigen Jahren werden die Römer die Perser wieder besiegen. Und was wissen wir aus der... Nee, das steht im Koran. Ja, und das ist eine biblische Prophezeiung. Gibt's in der Bibel. Ist auch in der Bibel zu finden. Und wer war zuerst da? War die Bibel zuerst da? Das Evangelium oder der Islam? Darf ich bitte meinen Punkt vielleicht sagen? Kannst du mir nur bitte das beantworten? Was dann? Das, was ich gerade gesagt habe. Diese Prophezeiung, die du mir nennst, kommt in der Bibel vor. Wer war zuerst da? Das Evangelium oder der Islam 600 Jahre später? Also diese Stelle hier im Koran, was hier steht, Flexa, nur kurz bitte, dass wir das, diese Stelle, was hier steht, das ist ein Ereignis, wo passiert ist, während der Koran offenbart wurde. Das heißt, diese Ereignis ist 614 nach Jesus passiert. Ja, nur kurz und dann gebe ich dir eine Antwort, inshallah. Diese Ereignis, dass die Römer besiegt wurden, ist passiert, während der Koran offenbart wurde. Das heißt, 614 nach Prophezeiung. Nur kurz bitte, lass mich bitte zu Ende ausführen, wenn das möglich wäre. Das ist passiert 614 nach Jesus. Also da ist der Koran noch am Offenbaren gewesen. Und was wissen wir, 627 nach Jesus haben die Römer wieder besiegt. Und Allah sagt das ganz klar im Koran. Kannst du mir den Bibelvers zeigen, wo das in der Bibel steht vielleicht? Oh Mann. Ey Mann. Okay.
Okay, ich muss suchen, aber es ich habe viele Sachen hier gespeichert, aber ja, es ist eine biblische Prophezeiung. Ich kann es dir zeigen, aber ich frage dich, du musst trotzdem auf Aber meine Frage Flexa, eingehen. warum lachst du? Ich bringe dir eine Prophezeiung. Das ist doch nicht normal, dass Das du ist lachst. eine Prophezeiung aus der Bibel. Das ist eine Das ist eine Prophezeiung aus dem Prophezeiung. Koran. Und ich sage dir, dass das passiert ist, diese Ereignisse Warum gehst passieren, du? Warum gehst du? wo der Koran offenbart Ja. wurde. Und Allah sagt das dann gleich, dass die Ja. Römer besiegt wurden und dass dann die dass die Perser wieder verlieren werden durch die Römer. Was Okay, gibt's denn da zu ganz lachen? kurz. Das ist doch eine Alles Prophezeiung. gut. Alles gut. Ja, alles gut. Ich will kurz was sagen. Bro. Hey, brother, happy new year. How you doing, my brother? I'm good. What about you, brother? Have a blessed new year. I'm doing super amazing. We have beautiful Christian people here, and the community is super beautiful, and we're having a very nice dialogue with the Muslims. Of course, there are some people here which are not very respectful, but he seems to be very respectful, and he's talking about a prophecy that is in the Bible already. Okay, so I told him that prophecy that you're talking about right now is in the Bible. The prophecy you Huh? mean. You mean are you to he's talking about the prophecy, right? In the Quran? Yes, in the Quran. And I said those prophecies are in the Bible already. Yeah, we call them in English, brother, prophecies. Prophecies. Yeah, Prophecy. but the So, problem is it's a false thank you. prophecy. Thank you for correcting me, Rob, man. Thank No, you. it's okay, brother. But the problem is the brother is talking about Surah Ar-Rum, chapter 30, Surah Ar-Rum, ayahs, let's say 2 to 3 or 4. So this is a false, this is a false prophecy. Is he? Can you ask him if he's willing to go with me and to prove to me that this is a true prophecy? Okay, Akil, der Rob fragt gerade, ob du mit Rob, ob du ihn folgen kannst, ob wir wirklich in die Schrift reingehen, um wirklich zu gucken, ob das eine echte Prophezeiung ist oder eine falsche Prophezeiung. Wärst du bereit dafür? Flexa, ich warte hier seit einer Stunde. Eigentlich bin ich am Arbeiten, sage Geh ich dir mal ganz ehrlich. bitte auf Ich meine würde. Frage ein. Du hast Ja, eine Prophezeiung. eben. Ich Jetzt wollen wir will ja tiefer jetzt auf in deine deine. Prophezeiung gehen. Schau mal. Ich würde Wir, das nein, gerne nein, 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 machen. nicht nochmal. Ich Wir würde gehen das. jetzt in die Ja. Prophezeiung rein. Ja, ich Ach, würde das? das gerne machen. Ich würde das gerne machen. Kann Alles man okay. denn machen? Das ist eine Ja, Ja alles oder okay. Nein Antwort. Ja, warte doch. Würdet ihr Das aber ist eine Ja auf oder meine Nein Frage, Antwort. ja, aber würdet ihr auf diese Frage dann wirklich auch eingehen? Ist meine Das habe Frage. ich doch gerade eben gesagt. Wir gehen jetzt in dieser Prophezeiung, gehen wir jetzt tiefgründiger rein, okay? Okay, gut. Alles gut. Aber Okay. Alright, Rob. sobald ihr anfängt, Go. nur kurz, sobald wir anfangen Go, Rob. zu lügen, werde ich euch stoppen, einfach, dass du weißt. Es gibt, hör mal zu, wir Christen, wir dürfen nicht lügen. Bei uns ist Tachia nicht erlaubt. Aber in deiner Schrift ist Tachia erlaubt. Doch, Paulus hat selber gelogen. Römer 3, Okay, Vers gib mir mal 7. den Vers. Egal, nein, nein, nein. Wir Römer 3, springen Vers davon weg. 7 hat er gelogen. Ja. Aber Ja, okay, wir machen schauen wir uns das weiter. an. Okay, wir gehen auch noch mal auf Paulus ein. Wir gehen noch mal auf Paulus ein, aber wir bleiben jetzt, weil wir springen wieder zum anderen Thema. Das wollen wir nicht. Rob, you have to go. Go on, my brother. Go. So, Akil, do you speak English? Yes, please. A little bit. Arabic? Akil, do you speak Arabic? Nein, no, I can. No Arabic. You can't speak No Arabic? Arabic, no. Oh. Aber ich dachte, man muss den Koran auf Arabisch lesen. Ja, für das haben wir die großartigen Imame, die uns das erklären, Alhamdulillah. Okay. Oh. Rob, go, go. You have Yeah, it, give go. me the big screen for a second, brother. Should I give you a big screen? Yeah, please, if you don't mind, brother. Yes, of course, my brother, of course. Also Leute, ich übersetze euch alles, ne? Wenn es nötig ist, übersetze ich es euch. Alright. So Akil, you said chapter 30 of the Quran, 30, 30, Surah Ar-Rum, ayahs 2 to 4, let's say. 2 to 4, 2 to 5. You said this is a prophecy given by Allah in the Quran, right? Yes. Also, Okay.
Now, can you tell me when, in what year this was exactly? Because you are an expert on this prophecy. So I want you to tell me, when did this happen? You know, because it says, Ghulibatur Rum, the Romans have been defeated. Ghulibatur Rum, the Romans have been defeated. So can you tell me, in which year? Geht es darum, dass die Römer besiegt worden sind in diesem Vers. Ne? So. I'm just translating for my German viewers. Yes. So you're talking about Surah Ar-Rum, 32:2-4, okay? Ghulibat Ar-Rum in the nearest land. The Romans have been defeated in the nearest land, but they, after their defeat, will overcome. So they will conquer again the Persians. So this is talking supposedly about first time the Romans are being defeated by the Persians, Surah Ar-Rum. Mm-hmm. Then later, the Persians get defeated. And then this is within 3 to 9 years, right? Not three to nine years. Did I say, brother, in Arabic language? And if you go to no. the Tafsir, what no? No. Er kann Arabisch. In a few. Habibi, yeah, Habibi. Yeah. Ich weiß. Flex noch kurz. Bitte Sinin. Rob Christian. In a few years, I know this argument from. No, let me finish. I know this, but this is not right. Habibi, you don't know Arabic. I'm teaching you Arabic. I'm an Arabic. No. I tell to Flexa. If you lie, I gonna stop you. It's not three to nine years. Habibi. No. Wait 1 second. Wait 1 second, please. In this verse. Sende Pause kurz. Flexa, nein, es ist hier in ein paar Jahren, nicht in 3 bis 9 Jahren. Das ist eine Lüge, was er sagt. Do you accept Ibn Kathir? Is Ibn Kathir ein Lügner? Okay, das steht doch da drinnen, Akil. Can you show me this? Yeah. Do you accept Ibn Kathir or is Ibn Kathir ein Lügner? Okay, akzeptierst du Ibn Kathir oder nicht? Natürlich akzeptiere ich Ibn Kathir. Okay, all right, go on. Beautiful. Let's see what Ibn Kathir says. Sure. Let's see what fi bid'i sinin according to Ibn Kathir is, right? All right. Let's see. All right. Fi bid'i sinin, Ibn Kathir, yalla habibi. Yalla bina yalla ya na 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 na. Yeah, look, Surah Ar-Rum 1. What does it say there? Ibn Kathir, same chapter, ayahs 1-7. Can you please stop singing? Your voice is not good. My voice is very good, brother. Don't worry. No. For my ear, it's not good. It's very good, brother. Because it's like Shaitan. It's like Shaitan. Habibi, oh, I love you so much. Mm. Yeah. Look, fi bid'i sinin, Ibn Kathir in front of you. Let's see what it means. Oh, okay? jetzt wird's interessant. Now it's going to be interesting. Look. Same Ibn Kathir, we do. Look. The Romans will be defeated by the will defeat the Persians within 3-2. Wait, okay. Ibn Kathir. Hier drinnen. Ibn Kathir Lügner. Ist jetzt Ibn Kathir ein Lügner? I think Ibn Kathir Ibn Kathir is not a liar, but Rob Christian is a liar. Wait. If you show that you are a liar, Rob Christian. I want you to say I'm sorry for lying about Ibn Kathir, and I'm sorry for lying about the Ayah of Allah. Go ahead. Wait. If I show you, Rob Christian. You are exposing your own Quran and your ignorance. No. So why did you lie about the Quran, Habib? Okay, wait 1 second, please. Can I talk, Rob Christian? If I show you that this is a lie, Flexa, wenn ich ihm jetzt zeigen würde, dass er English, das, was er zeigt, dass das eine Lüge ist, würdest du das akzeptieren? Okay, wait, Rob.
He said he's going to show you something, and let's see who's the liar now. He said he wants to show something right now. Let's go. Also wenn du etwas zeigen willst, we're going to give him the big screen, Rob. Okay. I want to see what he has to show. Okay, okay. Plexa, als allererstens. Ich hoffe, Rob Christian kann das auch ein bisschen verstehen. Als allererstens, weißt du, warum ich gesagt habe, English, dass please, das... Please, English, da, I don't understand your English, please. Flexa, kannst du ihm nachher übersetzen, inshallah? Rede auf Schau Englisch. Das ist gut. Schau, ich kann nicht so gut Englisch, ich mache lieber auf Deutsch und dann kannst du ihm das übersetzen. Schau mal, am Anfang habe ich ihm das extra gesagt, dass da nicht 3 bis 9 Jahre stehen. Warum? Weil er wird jetzt damit kommen, dass die Römer die Perser 13 Jahren danach besiegt haben, was aber nicht stimmt. Die Römer haben die Perser 7 Jahren danach besiegt. Also diese Prophezeiung, so oder so, er hat sich selber einen Knockout gegeben. Ich werde ihm jetzt das Inshallah zeigen, dann muss er einfach still sein, okay? Okay, go ahead. He wants to prove you wrong now, Rob. Yeah, he wants to prove me wrong or Ibn Kathir wrong? He wants to prove Ibn Kathir wrong. Let's see what he has to prove. It's okay. Okay. We give him the time. Brother, in the Arabic language, when you say fi bid'i sanin, it means, all the scholars agree, it means between 3 to 9 years. Who is he trying to prove wrong? Ibn Kathir or Al-Qurtubi or Al-Tabari? Who is he trying to prove wrong? Do you know what Jesus said? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Forgive them because they don't know what they're doing. Unbelievable. They don't know what they're doing. Well, this is all people in the chat are already seeing that this is a false prophecy. You know why, bro? Because he can bring even his Allah. Even his Allah cannot fix this problem. Why? No. Because when the Romans were defeated, and a few years the Romans would defeat the Persians, that happened in the year 615. If you go to the historians, that happened in the year 615. Since fi bid'i sinin is 3 to 9 years, and I showed you Ibn Kathir, and all the scholars in Islam agree that it's between 3 to 9 years, we have a problem. if we go for 3 years, that's 618. Remember? Yeah. 615, the Romans defeated the Persians. So if we use the 3 years, it's 618. If we go and use the 9 years, it's 624. According to all sources, all records agree that the Romans definitely defeated the Persians in the year 627 AD. 627 AD. So Allah doesn't know history. Allah gave us a full false prophecy. So Allah cannot. Yeah, absolutely. Ganz kurz an KLBN, African, komm mal jetzt. Ja, ich komm bald. Ich habe deine Nachricht gelesen, Bruder Herz. Wow, he takes a long time, bro. Yeah, brother, so Allah lied when he said 3 to 9 years, because it's more than 3 to 9 years. It's actually 12 years and even more than that. 12 yeah. years. Rob Christian is 7 years. It's exactly 7 years. It's exactly 7 years. Why are you lying? How am I lying? Wait. Flexa, schau mal. Ich bin bei Allah bei der Arbeit und ich kann nicht bei meinem Handy hier genau zeigen. Warte. Ich kann euch bei Allah das sehr genau zeigen, dass das 7 Jahre in. Dass er ein Lügner ist, kann ich das jetzt gerade zeigen. Aber bei Allah, es geht hier nicht. Ich will das zeigen, ich kann das nicht. Weil ich muss meinen Stream teilen. Das geht nicht. Aber ich werde inshallah jetzt extra meinen Stream starten, weil ich da ein Foto zeigen kann, wo das steht. Und dieser Rob Christian, bei Allah, you are a liar. Rob Christian, you are a liar. Allah in the Quran, brother. You are destroying yourself, my. How? Okay, show me. Christian. Okay, brother, Rob Christian, you will stay forever in the. You will stay forever in the hell, my friend. You don't know Arabic. You must accept Islam. I had to teach you. I had to teach you what
You are an ignoramus. You don't know even the Quran. You can't teach me because you don't have. You can't teach me because your head is too small. You don't have anything in your head, you're a Christian, to teach you. Wait. So instead of refuting you, you're going to insult me, you coward? Like Hold Jumaan? On. Hold on, bro. 1 second, bro. I have to say something. Das muss ich wirklich erwähnen, Akil. Erstens, du kannst kein Arabisch. Zweitens, du sprichst mit jemandem, der Arabisch sprechen kann. Und drittens, das bedeutet nicht, dass er das verstanden hat, weil er aber Arabisch kann. Lass mich kurz reden. Drittens, du kannst kein Arabisch. Und hier haben wir einen Arabisch Sprechenden. Woher willst du wissen, dass eine deutsche Übersetzung auf Deutsch überhaupt das Richtige ist? Das kannst du gar nicht wissen, weil du kannst kein Arabisch. Und du bezeichnest aber Rob Christian als ein Lügner, obwohl du kein Arabisch kannst. Dankeschön. Okay. Darf ich jetzt reden? Bitte. Darf ich jetzt reden, Flexer? Okay. Als allererstens hat er gelogen. Warum? Weil er geht auf etwas ein, wo er sagt, dass es genau exakt 13 oder 14 Jahren waren. Als allererstens, das stimmt nicht, dass sie nach 13 Jahren besiegt wurden. Ich sage euch, ich werde euch bei Allah zeigen, dass es genau exakt 7 Jahren waren und nicht mehr und nicht weniger. Das ist das, was ich sage, dass er lügt. Ich hole jemanden, der das dir beweisen kann. Ich hole ihn hoch. Kleinen Moment. Ich hole ihn hoch. One second. We have someone who can prove it. Alright. Urban, zeig ihn. Was soll ich zeigen? Ich bin gerade reingekommen. Ich habe nicht zugehört. Alles gut. Akil, gib ihm mal die Quelle und wir schlagen das mal auf. Gib uns mal die Quelle. Gib mir eine Sekunde, bitte. Ja. Schon wieder eine Sekunde, okay. Rob. Rob, brother, I have a source for you. Warte kurz, Urban. Rob, this is very insane. I mean, seriously. He cannot speak Arabic. He's reading the book not in Arabic. He's reading it in a different language. How the hell do you want to tell a speaking Arabic, someone who can speak Arabic, how do you want to teach him about the scriptures? I mean, seriously. Yeah. How? I mean, brother, this is just, to be a Muslim, you need to deny history. All the historians agree that the Romans defeated the Persians in 627 to 28. 627-28. Also an die ganzen Zuschauer, one second, Rob. Yeah. An die ganzen Zuschauer, der Kerl kann kein Arabisch. Er kommt rein, behauptet etwas und kann aber nicht die arabische Sprache. Und er sagt, er würde es zeigen können, geht aber gerade nicht auf sein Handy. So, jetzt ist er wieder auf Kaffeepause und jetzt muss er nach der Quelle. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Also Flex, als allererstens, ihr seid wirklich. Schau mal. I wasn't finished. No, Rob Christian, can I say something, please? I'm teaching you. No, you can't teach me because you don't have a brain. Wait. Flexa, wenn ich hier weg bin, denkst du, ich höre euch nicht, warum lästert ihr? Ihr seid wahrlich wie der Scheitan, so wie Allah das sagt. Ihr seid Scheitin, wallahi. Ich bin nicht hier, ich suche die Quellen und ihr lästert über mich. Warum? Weil euch das schmerzt. Euch schmerzt das, weil ich euch das gezeigt habe, jetzt müsst ihr hier lügen. Ja, dann zeigt uns das mal. Ja, aber jetzt müsst ihr, ich will euch das zeigen und ihr lästert über mich. Hold on. Okay, dann zeig uns die Quelle. Okay, und wer ist derjenige, der lästert? Ist das nicht Shaitan? Zeig uns mal die Quelle. Brother Flexa, this guy is Rob, he doesn't know Rob Christian, you are a liar by Allah. Rob, you believe in a man, he was a Muslim. Abdul, don't run like a he was a Muslim. Jesus was a Muslim. You must believe on God and not in Muslim. Die Chance, die Quelle zu zeigen. Danke, bitte. Ja. Als allererstens will ich zu Rob Christian etwas sagen. Rob Christian, nein, zeig uns die Quelle. Why you believe in a man who was a Muslim? You must believe in God. Jesus was a Muslim. Quelle. Oh my God, man. Okay. I mean, seriously. Okay. Warum, Flexer, passt dir das nicht?
Zeig uns die Quelle. Ja, aber passt dir das nicht, was ich sage? Das ist die Wahrheit. Weil er bring lügt. Schau mal, okay. Okay, ich bringe euch die Quellen. Ich bringe euch ja die Quellen, Mann. Ich will nur diesem Rob Christian sagen, dass er keine Ahnung hat, dass er jedes Mal lügt. He talk without sources, that's the problem. Urban, du hast sowieso keine Ahnung, Bruder. Du musst dich, stumm. Vorhin hast du gesagt, dass dieser Prophet da, dieser Fake-Prophet vor Mohammed war, okay? Ja. Was ja ein Nachahmer des Propheten ist. Ja. Wo ist sein Buch, wenn er ein Trinitar? Okay, Rob, I kicked him out because he's not showing any evidence and I'm done with this guy, seriously. This guy is a literate like his prophet. Remember, yeah. Muhammad could not read and write. According to them, Muhammad was an illiterate. He didn't know how to read and write. He was a miskeen, a jahil. And this guy is like his prophet. Now, yeah. Guys, what people don't know about this chapter, I'm an expert on this, to be honest with you. Yeah. I'm an expert on kicking Allah's in the behind. Why? Because even if you go to the qira'at, brother, some Muslims, in early Muslims, used to read this as غلبت الروم. Others read it as غلبت الروم. Mm-hmm. What does that mean? It means it could be the other way around. Look, the Romans have been defeated, but it could have been defeated. That the Romans defeated them. Mm-hmm. So you see here, غلبت, and other reading says غلبت. So it could be that the Romans defeated the Persians. So depend on how you read it. There are multiple readings for the ayah. What I'm saying. Yeah, yeah. Let me say something quick, because the people here on the chat are like, oh, he did something to us. And Leute, Nummer eins. Akil kann kein Arabisch. Rob Christian kann Arabisch. Das ist schon mal ein Vorteil. Nummer zwei. Rob Christian hat Ibn Kathir gezeigt. Unser Akil sagt, nein, es ist falsch. Okay. Nummer drei. Wie könnt ihr jemanden sagen, dass er der Beste ist, wenn er die ganze Zeit um den heißen Brei redet und keine Quelle zeigt? Und alle schreiben in den Chat, Akil, oh, du hast die zerlegt und so. Der hat gar nichts hier gemacht. Brother, you have no proof. Look, on top of that, look. Alter. Das ist Gehirnzellen-Jihad, ey. Wirklich, richtig Gehirnzellen-Jihad. Richtige Atom. People don't know when they don't read the Tafsir. And go to the Tafsir. Yeah. So, the Muslim, the early Muslims in the time of Muhammad, the Sahaba used to read it as غلبت الروم. Other Sahaba, they used to read it as غلبت الروم. Here, غلبت الروم. Others used to read it as غلبت الروم, which means If you read it like this, the Romans have been defeated. But if you read it like this, the Romans defeated the Persians. Defeated. So you have two different Qurans. Two different Qurans. Did you catch it? Two different readings, two different Qurans. One used to say that the Romans were defeated. This reading says the Romans defeated the Persians. So this is already a disaster. So which Quran do you want to use? Which Quran do you want to use? This one or this one? That's the problem number one. That's problem so number one. So we have two different Qurans. Yes. In the 7th century, Muslims used to read two different Qurans. Ghulibat and Ghalibat. Ghalibat and Ghulibat. Ghulibat means the Romans were defeated. This one. Oh, we have an update. Defeated. We have a Quran update. Yes. Oh, that hurts. That hurts. What is going on, brother? This is this that hurts. We have a Quran update. Yeah. iOS update. Wow. So we have Quran 1 saying the following. Quran 1 says Romans were defeated. Okay, that's Quran number 1. Romans were defeated. And Quran number 2 said the Romans defeated the Persians. Yeah. Oh, that hurts. That hurts. So problem again, problem number one. Quran 1, Quran version number 1 says Roman were defeated by the Persians.
But Quran number 2 says Romans defeated the Persians. So which Qira'ah are you using? That's problem number 1. He doesn't know, on top of that, he doesn't know that... But wait, one question, Rob. Yeah? We have 37 Quran versions, or maybe 44, I don't know. 44 Quran versions, and how many hadiths over? Over a million hadith. Oh, Allahu Akbar. More than million, Allahu more than 1 million, maybe close to 2 million. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ay, 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 ay. Please. Can I show you something? Yes. I want to know your opinion about this topic. I give you the website. It's a German website about the Quran. Oops, hold on. Ich muss die Show beenden. I did a mistake. Sorry. Now. Rob, you can talk. Sorry. I did a mistake. Yeah. Yeah, no. Kannst du mich bitte groß machen? Rob will noch kurz was zeigen. Ach so. Oder ich mach's bei dir. Yeah. Yeah, I wasn't finished, but it's okay. Sorry, Urban Habibi. Okay, so let's go back then. Sorry. Then let me speak quick. Yeah. So two problems. Which Quran do you want to use? Because one says Ghulibat, the other one says Ghalibat. So were the Romans defeated, or did they conquer? Did they won the battle? That's number one. Problem number one. Problem number two is when we have to go by the scholars, fi bid'i sinin in the ayah, fi bid'i sinin means 3 to 9 years. Then we have a problem. Because at least it took the Romans at least 12 years, not 3 to 9 years. So this is a false prophecy. And you noticed, guys, Akil did not know what fi bid'i sinin means because he doesn't know Arabic. Yet he came up with this disaster saying that this is a prophecy. And we took this prophecy and we ate it, we destroyed it, we made shish kebab out of it. So, oh, wow. Since there are no prophecies in the Quran left, because this is supposedly the only prophecy in the Quran, since there are no more prophecies in the Quran, that means the Quran has no prophecies. Muhammad is a false prophet, because to be a true prophet, you have to give a prophecy that must be fulfilled. But there fulfilled. Is no prophecy that is fulfilled, which means Muhammad is a false prophet. And not only that, if they have prophecies, most of the prophecies, they steal from the Bible, most of. Of course. But that is insane. There is no prophecy. That's the problem. This is the only prophecy. How many Quran versions exist, my brother? Sorry? How many Quran versions do they have? We are very close to 41 different ones. 41? Yes. Oh my goodness, 41? Yes. Very close to 41. Ooh, damn. Yeah. Ah, that hurts. That hurts. Yeah. Oh my goodness. That hurts. Wow. Okay, Urban, ich mach dich mal groß. Ooh, yeah. That hurts. I must close something. Yeah. Brother Rob, we have a website. Habibi, what's up? It's called... Academic for Science in Germany. That's official site in Berlin. You can give a Quran surah, surah 1, ayah 1, and he show you where they copy the sources. Yeah. The Al-Fatiha, brother, is from this stone. They found it 548 after Christ. Yeah. You can prove the Holy Quran in the website. And look, I showed this you in English. You can use the site in English or German. Look, English. Mm. Brother, this is the God of Musaylima. Do you know Musaylima, bro? Yeah, I know. Look. It's in German. It's in German. Wait. We need this in English. But let us not change the topic immediately, brother, because I want your opinion. Yeah, the God of Musaylima is like the Christian God. Mm-hmm. He is Rahman, Ramamam,
It's from Ramanismus and his. Was heißt gesalbt auf Englisch? Ramanism. Ramanismen, his Messias and his Holy Spirit. Ja. The font is on this stone. Mhm. The God of Rahman, Muslima, is like the Christian God. Do you know that? Yes, I know. This is literally stolen from us, bro. But I have a question. Why does Allah swear on Muhammad? He swears. Allah swears. Allah swears by everything, by the star, by everything. This is insane. Allah swear always swears. And Gott der schwört. Ein Gott, der schwört, Leute. This is beautiful. Are you guys there? Brother, I'm not sure if the audience realized what we just did earlier. Because Muslims, they have only one prophecy to go to. One in the Quran, just one. And that's the prophecy about the Romans supposedly defeating the Persians. But like I said, we have two problems. Problem number one is, I hope people are taking notes. Problem number one is, we have at least two different readings. Again, just to make sure that everybody's getting it. Problem number one is, which Quran is correct? Which Quran reading is correct? Is it Quran number one, Romans were defeated, ghulibat? Or Quran number two, Romans defeated the Persians, ghalibat? Do you see it? Ghulibat, ghalibat. That's number one. Number one problem. Number two is, as we showed you, number two is that Allah is wrong if the scholars are interpreting it as, if we go to Ibn Kathir, right? Fi bid'i sinin means, according to Ibn Kathir, this is Ibn Kathir again, 3 to 9 years. But this is a historical problem because the Romans, if we have to go by the first reading, the Romans defeated the Persians finally after 12 years. So this is a false prophecy in any way, shape, or form. If you, two arguments, which Quran, and we have a disaster because 3 to 9 years, the Romans did not defeat the Persians yet. Oh my goodness. So this is a disaster. This proves that the Quran cannot be from God. Allah cannot be God. These are the words of men like you and me. The Quran is a book from a human. From a human. Muhammad could be Muhammad, maybe much later. We don't know exactly who. But this cannot be. We just destroyed the lie that the Quran is from God. And I challenge any Muslim to come up, unlike Akil, who has no proof. He doesn't know the Arabic language. Give us a scholar. Maybe Hamdi can come up. Maybe Hamdi can refute us. Because Hamdi. We just Hamdi, where is Hamdi? I just buried the Quran 3 feet under the floor. Yeah. Hamdi, where are you, Hamdi? We love you so much. Hamdi, come up. We want to speak to you. But if you come, don't do the taqiyya, because we love you, Hamdi. Hamdi, where are you? Yeah, regarding what Brother Urban said, regarding what Brother Urban said about the Surah Al-Fatiha, right? Yes. Yeah. You had a guy called Musaylama. He was a prophet. Not only he, his wife, the wife of Musaylama, was also a prophetess, a female prophet. And they both of them claimed to be prophets. So Musaylama and his wife. And there were 10 people who claimed to be prophets in the time of Muhammad. Ein Moment. Yeah. So Rob, I think you have a debater here. Yeah, was können wir denn für dich tun? Ja, kannst du mir erklären, wie kommt dein Gott aus einer Muschi von einer Frau mit Blut? Die zweite Sache, kannst du mir sagen, hast du einen Beweis, dass was steht im Bibel? Go out. That's not how you speak, man. If you he said, how can a God bring to a virgin with blood and all those kind of bad words? You know what I mean, bro. Allah is a donkey. He has nothing to say. He's a real donkey. Original donkey. Original donkey who can't refute us. We have a topic. Yeah. We had a topic that the Muslims brought. We didn't start this topic, by the way. Yeah, true. Akil started this topic. And there is not one Muslim who can refute us.
We are barbecuing Allah and His Quran and Muhammad. We are barbecuing it. Not one Muslim can refute us. Why? Because we have the knowledge and you Muslims don't. When you agree with the Quran, brother Flexa, you have to disagree with history. If you agree with the Quran, you have to disagree with history. Why? Because history destroys Islam. Oh, yeah. Oh, yeah. Absolutely. Destroys Islam. Insane. Man, the Bible is the truth, brother. Amen. The Bible is the truth. Amen. Absolutely. The Bible has so many prophecies. It's insane. I mean, the Bible is 100% the truth. Seriously. Yeah. It's insane. By the way, Rob, what are you doing later? Today, you mean? Yeah, today. What do you mean by later? Because I have only 3 hours left. Maximum. Oh, and then you're going to sleep? No, no, I have to do a couple of things. So I have now time to do dawah. What about today night or 0 o'clock, between 0 or 23 o'clock, something like that? The problem is maybe, but then I won't have access to my computer, so I won't have the same power as Allah. I will be weak like Allah. No. I need my computer, you know. Okay, so I will let someone come and support us, and if the person can open up his computer at the same time, I think that would be okay. Is that okay? Yeah, sure. If there's someone who can open scripture, he can open the websites. Sure, then it's okay. No problem. Okay, Urban, bist du ready für heute Abend? Die Uhrzeit, Jungs? So zwischen 0 Uhr, 23 Uhr, weil ich mache jetzt eine kleine Pause, bisschen was essen. Ich kann es nicht versprechen, wirklich, weil ich morgen früh raus muss. Okay, Rob, I think someone wants to debate you. Uff. Der ist auch Christ, ne? Der macht Spaß bestimmt. Mal gucken. Der ist Christ, Bruder. Folg ihn. Flexer, er gibt die Quellen, von denen hast du noch nie gehört. Ja, ja, ich weiß. Meinst du Rob Christian? Nee, Zaza. Zaza, ah, okay, Zaza. I wanna debate Rob. I'm joking, guys. I'm Christian. I know this brother. Actually, I know both. Can you send me that link about Surah Al-Fatiha, bro? To check it. Bro, you can use the website. It's from Germans, from science. Brother, they destroyed the Holy Quran. You can give the Surah for you can all Surahs and all ayahs proof. And they show you where they copy paste the surahs I sent you, brother. Can you send me on messages, please, and I will try to translate it. Yeah. Thank you, brother. The website is also in English. Oh, great. Then because I speak Serbian and English, little bit Russian, Italian, but I don't speak German. I sent you this website. Was heißt Fragen? Questions about the website. Yeah, write me. I show you can work with the website. I show you. Yeah, because I study Jewish sources, and I know that a lot of Jewish sources was literally plagiarized. You can find the Holy Quran in the Talmud, everything. Yeah, bro, I know, because that is actually my field of research. Literally stories that was invented by the Jewish rabbis after Christ, guys, like 3rd century, guys, something like that. I have to say a word. Everything about the prophecies and about the Talmud, you can find it in the Quran. So that means the Quran is copying everything what they get in their hands. That's why they call Muhammad Mr. I am listening and copy Mr. The Ear. The Pon the Ear. Pon the Ear. Bruder, mach mich mal kurz groß. Mach mich mal bitte kurz groß. Nein, Orban, just a second, brother. Because this is your topic. Pon the Ear. If we have to go by the Islamic sources, it becomes even more worse. Look, this is Surah Al-Fatiha, ayah number one, right? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, brother. Who's ar-Rahim? It's Muhammad. Did you know that? Ar-Rahim. Oh, wow. It's Muhammad. So the merciful, the most merciful is not Allah, it's Muhammad. In the name of Allah, ar-Rahman, Muhammad. So, brother, this is not me saying. Let me prove it from Al-Qurtubi. Look,
since you brought this topic up, not me again, so we have to blame Urban for this disaster. Tafsir al-Qurtubi, volume 1. Jam' al-Ahkam al-Qur'an, okay? Jam' al-Ahkam al-Qur'an by Tafsir al-Qurtubi, al-Qurtubi by himself. If we go to page 106, right? Volume 1, page 106 of al-Qurtubi's Tafsir, look. إِنَّ يَقُولْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَبِالرَّحِيمِ أَيْ بِمُحَمَّدٍ On the ear. Muhammad. On the ear. Bismillah actually taken from the Yemenite Jews. Yemenite Jews. Yes. Before. So Muhammad made himself a Rahim, guys. Uh-huh. Oh, man. Oh man, missed up on the ear. This is shirk, isn't it, guys? Shirk. This is haram. This is haram. Haram. Here is Muhammad's name. It's not Rob. Actually, it's not. If the Ar-Rahim was actually Jesus Christ, and yeah, that was Christian hymn or prayer, it was. But today, brother, till today. Till today, it's a Christian prayer. Did you know that? Till today, it's our Christian prayer. Our. We are Aramaic-speaking Christians. It's our prayer, brother. Mm-hmm. Yeah, guys, we're gonna take a little break, but Achaus wants to say something quick. Achaus. Yeah, hello. Marhaba, marhaba, ahlin. Ahlin. Merhaba. Ahlin. Shlonak, Achaus, just a second, brother. You know, guys, why we say it's we Orthodox speaking Christians, Aramaic speaking Christians, we say in Oromoyo, in Suryoyo, we say Pshem Aloho Rahimu Rahumu. So this prayer is stolen from the Christians. This Abu Sayyunuk, Abu Sayyunuk. Yeah. Habibi, Abu Sayyunuk. Habibi. من أين الأخ؟ ربي باركك. شكراً. من أين الأخ؟ ما أقدر أقول لك من وين بس I'm in كيف حيراء brother. Like محمد I'm كيف حيراء. بالإنجليزي هو أفهم كثير يعني بس بالعربي تقدر تحكي بالعربي معي. لما when جبريل said to محمد اقرأ in كيف حيراء with the echo. It was me. اقرأ. You're okay. Look, brother, in Aramaic, we have a Bismillah too. Look, Shemed Aloho, Rahimu, Rahumu. So it's stolen from us. Look, Shemed Aloho, Rahimu, Rahumu. So it's stolen from us. Oh, wow. Oder gibt's mir noch? Ich bin auch mach mich groß, Ideal. Eine Sekunde, Ideal. Dann gehe ich raus. Wie soll ich groß machen, Mann? Für Sasa. Sasa. For me? To agree with Urban, just a second, guys, I wasn't finished. Sorry, forgive me. To agree with Urban, Habib, بس دقيقة, Rabbi Berke, بس ثانية وحدة. Give me the back screen again. To agree with the Islamic sources. Look, guys. We have a trinity, look, Bismillah, this is Allah, trinity, Islamic trinity, Musaylama al-Rahman al-Yamama, al-Rahman, and Muhammad al-Rahim. We have three gods, Allah, Musaylama, and Muhammad, trinity. You see it? One, two, three, trinity, Allah, Musaylama himself, because that was his original name, Ar-Rahman al-Yamama, and Muhammad al-Rahim. Go ahead. Flex, das gefällt dir, ja? Hey, when Rob gets in here, I'm just laughing because he exposes the entire Islam. This is crazy. You're welcome, Flex. You're welcome. Oh man!
This is insane. Swadalahaus, Habibi, or Urban. Urban wants to talk. Go ahead. Yes. بس yeah. عندي بس سؤال بس سؤال. انت سرياني ولا سريانو سريانو واثريني Zaza, this is for you. You go to First Navigator, you go to the World of Quran. You can, for example, Surah 3, chapter 51, and he show you where they copied it. Maybe from Psalm, Palestina, the time. You can go there, and they show you where and what they copied. Everything. Quran, Arabic, translation. You can prove Surah 4, chapter. The Germans destroyed the Quran and we don't know the website. Look, this Surah, chapter, and where they copied. Wow. Yeah, yeah. Everything. You find everything. Look, Hebraic, original, translation in English, Quran. Did you know that Allah stole the words of Mark and Matthew? Did you know that? Wow. He stole everything, brother. Okay, ich geh raus, ne? Gott segne euch. Ciao. God bless you guys. I go. Ciao. Habibi, God bless. Flexa, do you want me to prove that Allah stole the words of Matthew and Mark? I know that first. I think I've seen it before. Okay. Yeah. Okay. But of course we all know that they like to steal verses and Also John, by the way, not only the problem is they say we don't know who wrote John, we don't know who wrote Luke, we don't know who wrote Matthew. Yet Allah, how can they don't know if Allah quotes literally Matthew, Mark, Luke, and John? Insane. That would be crazy, insane. Right? So are they calling Allah a liar? That means Allah is a stealer from people who are unknown. When you see it in that way, yes. Yeah. Wow, that's crazy. Many stories actually are not taken directly from the Bible. That's the reason, for example, you have some elements that are similar to the Bible, but not exact. The reason for that is because it was taken from the Jewish extra-biblical sources, like Talmud, yeah. Like mysticism, like Jewish apocrypha, and even Jewish legends, like Jewish folk tales. Yes. It was not rabbis, but Jewish folk tales. So that folk tales and that additional stories was explaining, giving some kind of explanations or some kind of additional legend to the Bible, you know. So Quran actually picked it from them, and many of that stories didn't even exist in the time of Christ. Many of that story was later, like the 2nd, 3rd, 4th, 5th century. Or for example, it was take original story for the oral Torah. Jews have two Torah, written oral. So it was taken from the time of the Christ, from oral Torah. But then on that story, Jewish rabbis or Jewish folks put additional legends, invented new stories and mixed them with that. And after that, Quran copied from that folktale. So it's from 3rd, 4th, 5th century. Yeah, on top of that, don't Muslims always attack Paul, Flexa? Muslims always attack Paul, right? They attack what? They attack Paul, Paulus. Yes. Apostle Paul. But did you know that Muhammad stole the words of Paul? Really? Yes. Do you want me to prove it? Show it today night. Why not now? Okay, go ahead. Let me show me. Show me. Small taste. Okay, watch. If we go first to the Bible. First of all, wait, Rob. I want to do a small shout out on everyone, an jeden Einzelnen, der hier drin ist, Leute. Zeigt mal ein bisschen Liebe für die Aramäer, Leute. Ich liebe dieses Volk, Leute. Love goes out to the Aramaic brothers and sisters here. We love them. Because why? Jesus spoke Aramaic and we know we love our Aramaic brothers and sisters. Guys, heart goes out. Und an die ganzen Modis, Leute, einmal alle die aramäische Flagge, Leute. Ich küsse eure Herzen. I kiss your heart. Amen. Yes. God bless everybody, not only the Aramaic. I'm an Aramaic, but God bless all the Christians on this planet.
because we are Allah's worst nightmare. Look, this is the book, this is the letter of who? Of Paul to the Corinthians, right? Corinthians 1, 2-9. This is the letter of Paul to the church of in Corinth, right? Yes. But it is written. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. So this is the letter of Paul to the church of Corinth, right? Yeah. All right. Now look at this. Hold on. What no eye has seen. No, stay on the screen. What no eye has seen or nor heard or nor other heard. One second. Are you ready? What God had prepared, nor... Oh, yeah, I know that verse. It's on the Quran. It's in Bukhari. No. Yeah, look. 3244. Watch how Muhammad quotes a stealing word of Paul. Und es steht sogar in dem Bukhari. Alter, nein. Look, narrated Abu Huraira. Allah's messenger said, I have prepared for my pious slaves things which have never been seen by an eye, nor heard by an ear, or imagined by a human. Copied by Muhammad. Wow. Krass. What no has seen or heard. Wow, that is crazy. One second, guys. Wow, this is crazy. And this is also found in Ibn Majah. Look, also in Ibn Majah. Look, Ibn Majah as well. Look, it was narrated from Abu Huraira that the Messenger of Allah said in Sunan Ibn Majah 4328, Allah says, I have prepared for my righteous slaves that which no eye has seen, nor ear has heard, and it has never crossed the mind of man. So, literally, Allah and His Prophet copying Paul. Paul. Yeah, it's also quoting Old Testament, but you keep that verse in Old Testament. They will say it's from Old Testament, but you know, in that time, because they have a lot of encounters with the Christians, it's more logical that they take it from them, you know. They copy it from Paul writings or something like that. I mean, how can they then attack Paul and say Paul is fake or he corrupted Christianity? Are you saying that Allah is quoting from a guy who is corrupting? Well, what is funny that if Paul changed Christianity, very very strange that Muhammad didn't mention him. And actually, you cannot find single one valid narration in all Islam against Paul, but you can find like dozens of tafsirs that praise Paul. For example, let us help our Muslim friends who are watching. Look, if we go to the earliest book in Islam, guys, the number one earliest book in Islam, look, the life of Muhammad, Sirat al-Rasul of Allah by Ibn Ishaq, Ibn Hisham, right? And this is the English translation of it. If we go to page 653 is the entire page. Read with me. Those whom Jesus, son of Mary, sent. So who's sending? Jesus sending them. Both disciples and those who came after them in the land were Peter, the apostle Peter, the disciple, and Paul with him. In Islam, Paul is a messenger. In Islam, Paul is a messenger. Messenger of Jesus. Uh-huh. Paul, they went to Rome. And look at this. Andrew and Matthew to the land of the cannibals. Matthew, so we know who Matthew is. Muslims lie about us. The early Muslims in the 7th and 8th century, they knew who Matthew was. They knew who Peter was. They knew who Paul was. Boom! And Thomas to the land of Babel, which is in the land of the East, Iraq. Oh! Philip to Carthage, which is Africa. John to Ephesus, the city of the young men. John the Apostle
They said, we don't know who John is. To Ephesus, the city of the young men of the cave. James, to Jerusalem. I mean, this is disaster. This is a disaster. You know what's funny, Rob? When you mentioned to this Salafis Ibn Taymiyyah, they said, oh, Ibn Taymiyyah is like our top-notch scholar, Ibn Taymiyyah is our hero. And Ibn Taymiyyah said, the apostles and Mark and Luke, like students of apostles, they wrote gospels. They wrote gospels. They are authors of the gospels. When they say we don't know who Matthew, Mark, Luke, this is a modern bid'ah, modern invention. This is modern da'wah. This is what we call bid'ah to Islam. So all these fake Muslims of today who claim to be Muslims, they are lying about Islam because the early Muslims, even Muhammad knew who John was. Wow. Wow. They are done. Fucking where they said that you will find Muhammad in the Gospel of John. In oh, also guys. Surah of Muhammad. It's literally guys. Quoting. Yeah, guys, one something very quick. I'm gonna take a little break because I am done. I am so done. I am gonna take a little break and then later your on. Your stomach is full, eh? It was good cooking, right? That was more than even cooking. That was even more than cooking. Wow. With the chief with 5 stars, bro, for 5 stars restaurant. Michelin star. Yeah. All right, let me make a little shout out to everyone and then we take a little break. First of all, Rob, my brother, I am so happy when you get in here. I'm always laughing because you just cooked them so hard. It's insane. And and all of you drinnen sind. Yeah, you know what's funny? When this came, I put them, you know? Yeah. Rob put them on YouTube when they try to lie and when they try to so-called refute him, he put them on YouTube and bring all the sources and make fun of them. That's the reason that they are not coming anymore, like our friend Omar, etc. I'm the one who puts fire, but Rob is the one who's coming to, you know, do the completely overkill. This is insane. Wow. Glory to Christ, brother. And for everyone in the chat, alle die hier in den Chat sind, before I go offline, a heart for Jesus Christ down there on the comment section. Please, a heart for Jesus Christ. I love you guys. Einmal ein Herz für Jesus Christus, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Jesus forever. Yeshua El Messi. Guys, I kiss your heart. Amen. All right, guys. Eine kleine Pause machen wir. Ich küsse eure Herzen. Bis. Ich bedanke mich herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und Jesus beschütze dich. Jesus beschütze dich auch, Bruder Herz. Dankeschön. Yes. Alright. Peace out, guys. Bye bye. Bis später. Israel. Boom. Ja. Okay. Es sterben Kinder, es sterben Familien, die greifen die Stadt an. Was können denn die Zivilisten dafür? So. Und dann in Gaza, anstatt zu sagen, hey, wir sind dagegen, warum attackiert ihr die Zivilisten? Das geht so nicht. Attackiert dann die Militär. Das wäre vollkommen okay. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist wirklich ein Krieg zwischen Militär und... Aber du kannst doch nicht die Zivilisten angreifen. Das geht nicht. Nee, klar. Weil es sterben Kinder, Familien. Das geht nicht. Und dann sehe ich noch Videos, wie der eine... Meinst du jetzt die Kinder, Gaza oder meinst du jetzt die Kinder in Israel? Warte kurz. Und dann siehst du, wie der eine... sich freut, der läuft und sagt, ja, Allahu Akbar, das ist richtig so. Und Bro, was machen die? Ich bin nicht fertig. Alles klar. Okay. Und du kannst nicht mitten auf der Straße rumhüpfen und dich freuen, dass da eine Rakete reingeflogen ist und da sterben Menschen. Ja, klar. Das unterstütze ich nicht. Und dann aber, wenn 100.000 Raketen wieder zurückkommen, stellst du dich in die Opferrolle und sagst, die greifen uns an. Hä?
Was ist das für ein Doppelmoral? Ja, nee, klar. Aber was ist das für ein Doppelmoral? Ich weiß das erst nicht. Hast ich verstehe das. Hey, Mann, versteh in das. Berlin, in Berlin, in Berlin habe ich gesehen, wo das passiert ist, wie sie auf der Straße Baklava verteilt haben, gegessen haben, sich dabei gefreut haben. Und dann war da eine Hijabi, die hat man dann befragt so, hey, was hältst du denn von diesem Thema, was da gerade passiert ist? Und hat sie gesagt, das ist richtig gut, dass Gaza das gemacht hat. Also was können denn die Zivilisten dafür? Also ich finde das schon ein bisschen Keine Zivilisten von beiden Seiten hat es verdient zu sterben, niemand. Dankeschön, das war's. Niemand, keiner. Aber wo du ja schon gesagt hattest mit denen, dass der und der sich irgendwie gefreut haben, in Gaza. Also guck mal, Bro, ich habe Videos hier, wenn du willst, keine Ahnung, ich kann sie dir gerne schicken. Das sind IDF-Soldaten, die schießen Kinder in den Kopf, Digga. Und danach zelebrieren sie, also die feiern danach. Nachdem sie das... Wer? IDF-Soldaten aus Israel. Ich habe genug, ich habe so viel Material hier. Und das ist ja das Schlimme, wo ich mir denke, warum macht man sowas? Und die schießen ja gezielt Kinder in den Kopf. Und danach siehst du, wie sie feiern. Also die ziehen sich nee, 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 doch, nee, doch. Nee, 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 nee. Bro, das können wir, ohne dass wir es gesehen haben, warte mal, ich will dich nicht der Lüge bezichtigen, aber ohne dass wir das gesehen haben, können wir das jetzt nicht vor so vielen Leuten einfach stehen lassen. Das muss überprüft werden vorher. Das kannst du jetzt nicht vor 300 Leuten sagen. Ich kann es euch schicken. Ist gar kein Thema. Ich schicke euch das. Alles gut. Guck mal, Silvi, soll ich dir mal was sagen? Wir müssen ja Leute denken, Digga, weißt du? Leute, die morden, Kinder ermorden, sage ich dir ganz ehrlich, die landen sowieso in der Hölle. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ja, das ist auch ja? das, was Keine ich, Frage. Ich gemeint Ich feiere das nicht. Wir, das müssen wir gar nicht mal schön reden. Generell, nein, überhaupt nicht, wer ja. Kinder mordet, wer Kinder mordet, landet sowieso in der Hölle. Ja, also ich Habibi, God bless you. Yeah, Rob Christian, how you doing? How are you, brother? Sylvie is a Muslim. I wanna know. No. He has no. I have no religion. I am for the humanity. This is alles. Brother, the problem is this is a war. There war. You will ever. You know, because I understood a little bit what you guys were saying. It's a war. People will be unalived on both sides. But the problem is, Sylvie, what you don't know is Muslims are doing it in the name of Allah and Muhammad. That's the only difference, you know? Yeah, okay. Because everything the Hummus boys did, Muhammad did. Muhammad unalived women and children. Muhammad unalived women and children, right? So what Hummus boys are doing, they're doing this what the Prophet did. That's the difference. And how you call what the IDF soldiers did? How you call this? What you know? This is a war. When you attack a country, this is a country. This is a state. When you unalive, you go on the streets. You invade their country with paratroops, and you unalive people on the streets. You go into houses and you unalive people, and you take their wives and daughters and you grape them, you know, I don't want to say the word, you grape them in under the banner of Islam, and you take them as your right hand possessor. This is not right. Quran, no. They are literally applying the Quran, chapter 4, ayah 24. Yes. They are doing this in the name of Islam. What the IDF soldiers are doing, they are protecting themselves. If someone comes to your house, Sylvie, right now, in the middle of the night, I'm not sure, you're from Germany, right? I think it's yes, from Germany. Middle of the night right now. Mm-hmm. If someone comes to your house and you have children, you have a wife, and he wants to grape your wife, your daughter, maybe if you have a daughter, he wants to unalive your son, mm-hmm. would you say, okay, Habibi, come do it? Or are you going to protect? Be honest. I understand you to 100%. That's what the IDF they're doing. But you can't say that IDF is to. Now listen, I'm not bro, agreeing with please. Both sides. Don't get me wrong. I don't agree with both parties because in the end, it's a war and people get unalived, right? Yeah. Both sides have done stuff that I don't agree with, but what is going on, brother, is maybe a lot of people, unfortunately, specifically ignorant people here in the West. Are so ignorant about Muslims and Islam, the true face of Islam and how Islam works, it's disgusting. Ignorance about Islam and what Muhammad did,
how he unalived women, old women who used to only write poetry against him, like Qirfa. Muhammad ordered Qirfa, an 80-year-old woman who was only criticizing Muhammad, calling him an unaliver, right? Mm-hmm. She was insulting him. So he ordered his men to tie her legs against two horses or camels, and they split the 80-year-old woman in half only for critiquing Muhammad. I mean, what does that say about Muhammad? What Muhammad also, he unalived children. He unalived children. When he was asked, what should we do? He said, just do it. They are from them. Okay. You can find it since I am Muslim. Mm-hmm. Rob, Christian, I have a question. What is the solution for you now? Solution? Yes, with this Palestine and Israel. If when I was IDF, I would completely wipe out Hamas from the face of the earth. Okay. That's what I would have done. Because it will never stop. And all these Muslims here in the West, they will support Hamas. And we know Hamas is Hummus guys. They are Shmerazist, right? So all the Muslims are agreeing with Hamas. What does that say about the Muslims? This is no, bro. Look, I don't think every Muslim is with Hamas. I don't think so. Are they? Do you agree that they're a bunch of Shmerazists or not, bro? Hamas guys. Be honest. They are. You know, Rob, here in Germany, in your country, in Germany. I think the Muslims in Germany, when they go to the street, bro, I think they go and I think they make his voice loud for the people who die, bro. This is just what I think. I have to say something very quick. Else you'll never have any peace in the Middle East. Guys, you know what I don't like? What I don't like is when you pull the grenade and you throw the grenade and it explodes and then you're yelling and saying, yeah, and at the end when hundreds of thousands of grenade comes back and then you put yourself exactly in the corner, there you go, like, Flexa. You see, I haven't done anything. Yeah. That is stupid. Seriously. Yeah. I mean, any country has the right to defend themselves and retaliate. Mm-hmm. It's a country, right? It's a country. Yeah. Germany. Yeah. If let's say Switzerland would have tonight, they would have attacked Germany. Germany would have done the same. Any country has the right to defend itself. So I don't understand why the Palestinians are crying about it. Are crying, bro? They are in 2 months, 30,000 deaths. Bro, it's normal. 12,000 are kids, bro. They're child. You have to suffer from the consequences. I know, but this is the biggest thing of history. So according to you, the it's IDF never happened, bro. In all the life, never so happened. You basically this what this IDF what the IDF this what Israel and the IDF is doing, bro. This what the IDF is doing. You are not. You don't listen to me, bro. When I talk to you, brother, just a second. You're not consistent because. Are you saying that the IDF and the Israelis should sit tight in their house and say, okay, come Hummus guys, come and take our women, take them as slaves, and continue raping them? They were literally, there was a festival, and they took these poor girls, they unalived many men, and they took the girls and they raped them. Have you seen the pictures? Have you seen the videos? I've seen everything. I've seen videos. I've seen pictures, and I see how the IDF soldiers bleeding from down, bro. Bro, the Israel on this date on the 7th October, Israel shot people. Do you have a daughter? Guys, let me don't listen to me, bro. I hear you, but you don't hear me. Sylvie. You're not consistent, man. Habibi, you're not consistent. Let's pull back a little bit. I want to talk about religion because this is going to be a little bit too political, and we have to stop the political topic right now. But when you talk about the thing, you have to talk about facts. I know the Hamas is coming there. They're killing the people. They grab them. They take them. But Israel is killing their own people on this day again, too, bro. This is a fact. It's a war. Okay. What do you expect? It's a war.
Yeah, when you have I want to break it down here because when the you people have the Hummus guys who are hiding literally in hospitals, if you have Hummus guys who are a bunch of cowards, they are hiding behind human. When we are talking here in the year 2023, not allowing me to finish. When you have the Hummus guys, child, who are a bunch this is sick, man. When you have a bunch of cowards like the Hummus guys who are hiding literally under hospitals, they have their headquarters under hospitals. They even steal the gas from the hospitals. They take the power from the hospitals, and they use the children and the families as human shields. And you're saying that these you believe this human shield? Really, bro? Of course. Das ist wirklich so passiert. You don't you know. Believe that, that you believe this? Have you been, brother, have you been living under the black stone? Honest question. Have you living under the black stone? 12,000 childs is Hamas is taking their human shield. IDF are like 12,000 children? Bro. Do you really think that the IDF analyzed 12,000 children? Have you never heard of Pollywood before? Habibi, do some investigation. Learn about Pollywood, how they are all bunch of actors. They are literally making propaganda videos, right? Propaganda, these are a bunch okay. of actors. And they even use a baby born, you know, these toys. They say these are real babies. But they are toys. Go watch Pollywood, bro. That's what they do. It's a propaganda. You know Motas on Instagram? You see what they show you? Okay, it's okay. You know Motas on Instagram, the guy? Brother, yeah. You know them? You know, this is you can make a follower to him and then see what's happened, bro, there. You need to learn okay? more. You know. I learn so much. Yeah, really. You know what? Yeah. Too much, bro. Flexa, where you get these people from, bro? It's okay. I wish you had a good day. About Pollywood, guys. That's okay. Yeah, sorry. I was just on my PC Pollywood. Right now. Guys, I was just speaking with some of my friends. All fine. That's crazy. Flex Abred, ich gehe wieder raus. Ich danke dir, dass du mich reingenommen hast. Nochmal eine ganz kurze Nachricht an alle. Ich möchte einfach nicht, dass unschuldige Menschen, egal wo, sterben. Das will ich nicht. Ja, das wollen wir tatsächlich nicht. Keiner möchte das von uns. Ja. Und deswegen nimmt mich das manchmal mit, weißt du, ich tue keine Seite irgendwie einnehmen, aber ich bin halt ein Mensch, ich sag, ey, lass das doch einfach, es reicht. Ein Mensch, Sylvie, but wait until the Muslims will come to your house, take your mother as their right-hand possession, they make your daughter, your sister, your aunt, they make them your sex slaves, then you'll... Someone is texting, 20,000 people died and you're making fun of it. First of all, we are not making fun of people who are dying, and come on, don't be stupid, seriously. We will never do that, yeah. Wir machen uns nicht lustig über Menschen, die sterben. Leute, die das gerade schreiben, sag mal, habt ihr Gehirnzellen, Jihad oder sowas? That's crazy, right, Flexa? Seriously, they are literally forcing words in our mouth. You didn't hear me or brother Flexa making fun of it. We're saying that this is a war. Stop lying. Don't stop putting words in our mouth. This is a war. It's so insane. Happen in wars, but also don't believe everything you see on the news, because Pollywood is a huge thing in with Muslims. They literally hiring actors. They even use toys, baby born. You know this. You know if you have a sister or daughter, these toys. They say these are our babies who are getting unalived. But when we see the pictures and the videos. We see that these are toys. So this propaganda is a huge factor with Muslims. They use the media against people who are, first of all, ignorant, foolish, and they're blind. They don't see what is truly happening. And again, guys, I don't stand with any position because, yes, both sides, it's a war. People will get any life, but... The thing is, Muslims are doing it in the name of Islam. Muslims are doing it in the name of Islam. IDF, they are only trying to protect their people. That's it. You are going to come to my house. You're going to invade my country. I have the all right to defend myself and retaliate. It's a country.
Yeah, I think too. This is my opinion. I think the IDF is to defend herself, and I think for the future, I think they have to. I think they were, I don't know the number of the death people, but I think when the IDF is connected this, at the end of the year we have like 100,000 childs, I think, or 115 childs. Bro, do you think that the Israelis are like the Muslims? Very good job. They do a very good job. They do well. A very good job. Brother Sylvie, do you really think that the IDF, when they go in a building to capture the Hamas boys, the Hummus boys, do you think when they see a child? But I can send you another videos. You don't want to see this. Guys, I don't believe guys, it. Guys. Let's switch the topic because this is going to be too political. Let's stay on our religion topic. Yeah. Sylvie, yeah, thank you for everything, but we want to spread about the word of God and expose at the same time. Mm-hmm. Yeah. Ich respektiere das und ich danke dir, wie gesagt, dass du mich reingenommen hast. Und nochmal eine letzte Nachricht an alle. Ich möchte einfach nur Frieden. So, Sylvie, before you go, brother, yeah, Google or watch on YouTube Pollywood. And you'll be amazed. Pollywood? Pollywood, yes. It's like Bollywood, but for Palestine, Pollywood. Yeah, und okay, du literally how they literally create these videos. Is it on YouTube or where? Everywhere. You can find it everywhere. Okay. Und du kannst dir Videos angucken auf Pollwatch, da kannst du auch Sachen sehen. Da wirst du auch sehen, wie die eigentlich reden, wenn die Kamera nicht läuft normalerweise. Okay, dann mache ich das mal auf jeden Fall jetzt. Pollwatch und Pollywood, ne? Pollywood. Genau. Alles klar. Jungs, ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, dass der Frieden bald einkehrt auf der Welt. Hoffen wir auch. Dass man wirklich normal und friedlich leben kann. Mehr ist es nicht. Hoffen wir auch, wirklich. Also von ganzem Herzen, das hoffe ich auch. Ne? Sehr gut. Danke nochmal, dass du mich reingebracht hast. Ich wünsche euch nur das Beste, Problem. Alter. Danke, okay, Alter. Ich küsse dein Herz. Ich auch. Dir auch noch einen schönen Abend. Ja, danke euch auch. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao. Yeah, that was a little bit too political, but he's a nice guy. But I think the people here wants us to speak about religion, speak about Jesus, and expose at the same time. Yeah. So, Rob, when are you going to be online tomorrow, by the way? Tomorrow could be... I mean today, actually today. I'm here. I did a live show though. I did a live show today, so I'm a bit tired. But I saw you live, so I saw like you asked me a couple hours ago to join you. So this is why I joined you. I tried to keep my promise. Yeah. So, what do you want to talk about? Remember, I don't have access to my computer, so we need someone to. Don't worry. In the next, let's say. 9 to 10 hours, I want to speak about Jesus Christ, and I want to talk about the prophecies and everything. And at the same time, I want to speak about the Quran, stealing verses from the Bible. Mm. So if you're going to be there, in the next couple of 9 to 10 hours, I would be very happy. Not sure about that. I can't say yes or no, bro, because, I have the children. So not it's sure. It's okay. Yeah. It's okay. But, mm-hmm. Yeah, you can, brother, if you want, I did two live shows recently. I did two live shows in the last year, 2022. Mm-hmm. A couple of weeks ago, I did two live shows, one about... how Muhammad stole from the legends of the Jews. The legends of the Jews, yeah. I know that. And also from the Talmud. We mentioned the Talmud as well. So also from the Talmud and the legends of the Jews, who are written basically by rabbis 2 centuries at least, 2 to 3 centuries before Muhammad was born. Right? Mm-hmm. And the Talmud and the Midrash, these you know, Muhammad literally was receiving books from the Babylonian Talmud, from the Midrash, from the legends of the Jews, and he was putting it into Quran. And I believe that that is insane. What? I say that is crazy. That is really insane. Oh yeah.
for sure. This is why we always say, brother, Islam is nothing but a Judeo-Christian heresy. That's what it is. You know what people say? Hmm. Without lies, Islam dies. Yeah, that's right. A couple of people say that. I know. Yeah, I heard a couple of people. Yeah. That is insane. That but is also, insane. For example, brother, since we're talking about it anyway, the story about the seven sleepers of Ephesus was created by a Christian monk, a patriarch, right? Mm-hmm. He was an Aramaic. He created this story, and now it's in the Quran, in chapter 18, in Surah Al-Kahf, about the seven sleepers. Yeah. It's a Christian legend story, right? Insane. Seven Christians going inside a cave, hiding from the pagan Roman Empire, right? Yeah. This is a Christian legend. We used to tell our children these stories, bro. And what are man-made legend stories? What are they doing inside the Quran? Seven sleepers. And Muhammad didn't even get the full story right. Why? Because the original legend said that an angel was guarding the entrance of the cave. An angel. Muhammad it's all copy. It in, it's Muhammad all a copy. Changed it in a dog, in a chihuahua. Arr, arr, arr. So how did the angel become a dog? Insane. Insane. Uh-huh. And how is a dog going to protect these seven sleeping Christians? How is he going to protect a tiny chihuahua from a huge Roman Empire? You know how strong the Romans were? Very strong. Scaring an army away with arr. That's crazy. Insane. I think, Rob, you have a debater here. Hader, was können wir denn für dich tun? Hi, Daria, genau. Hörst du mich, Bruder? Ja, ich höre dich. Hallo? Ja, hallo. Gut. Ich habe eine Frage. Ja. Was sagst du davor, dass die Juden haben Jesus getötet? Ach, haben sie nicht. Du hast gesagt, die Juden haben was getan? Jesus getötet. Ja, oder so, ich glaube, so habe ich richtig gelesen in der Bibel. Okay, die Frage ist, hast du überhaupt jemals in deinem gesamten Leben überhaupt die Bibel schon mal gelesen? Ich habe schon, ja. Ich okay, habe schon die Bibel auch zu Hause. Okay, und was hast du verstanden in der Bibel? Ich habe verstanden, dass die Juden haben Jesus getötet. Nein. Was hast du denn in den Schriften bisher verstanden? Wer hat Jesus getötet? Ich habe genug verstanden, weißt du? Also, was hast du denn verstanden in der Bibel, was du da gelesen hast? Aber wer hat Jesus getötet? Ja, wir gehen auf deine Frage ein, aber was hast du denn da verstanden? Wer hat Jesus getötet? Ja, frag mich, was willst du wissen? Zum Beispiel, meine Frage ist, wer hat Jesus getötet? Das ist eine klare Frage. Wo ist deine klare Antwort? Rob, do you want to speak to him? Because I am so tired of the same question. How can you speak to these people? Ich spreche kein Englisch. Yeah. How can you speak to these ignorant people? I don't know. Yeah. I don't know. It's a waste of time, bro, to be honest with you. Flex. Kannst du mir einen Gefallen tun und die aramäische Flagge also einbauen? Hast du keine Antwort? Okay, here, Haider. I will talk to you. Don't pretend to not speak English, right, Haider? Ali, slap. Okay. Listen, Haider. Do you believe that the Jews? Junge, ich verstehe kein Englisch. Ich übersetze dir, lass ihn doch reden. Yeah, I'll teach you English. Maybe you can learn Arabic okay. as well. Okay. Do you agree with that the Jews unalive Jesus? Okay. Do you agree? Glaubst du, dass die Juden Jesus getötet haben, hat er dich gefragt. Also bis jetzt habe ich so verstanden. Can you answer the question, please? He agreed. Okay, that means you just literally took a huge dump on Allah in the Quran. Congratulations, you're out of Islam. Er hat gesagt, du hast damit Allah verneint und bist raus aus dem Islam. Also ich habe nicht gesagt, dass ich bin Muslim.
He said he don't said that he is Muslim. Haider is not a Muslim? Are you not Shia, Habibi? Ali, slap. Also mein Name ist Haider, das muss nicht, dass ich Muslim bin, oder? Mm. Ich bin schon erwachsen, kann ich schon entscheiden, was will ich, wo glaube ich, vielleicht glaube ich an einen Stein. Ja, aber was glaubst du denn? Ist Shia. Also ich bin jetzt dran am Bibel zum Kennenlernen. Ich bin, kannst du sagen, so 60% in Jesus, glaube ich, in ihn. Aber meine Frage an Felix war, der haltet da eine Flagge von keine Ahnung wem und dann der sagt, wir reden über Religion und über Jesus. Und ich frage ihn, wer hat Jesus getötet? Bis jetzt habe ich keine Antwort. Okay, he said he is searching for his religion, he is reading the Bible and he wants to know who killed Jesus. Well, first of all, Jesus did not kill himself. The Jews did not kill Jesus. I challenge you to show me where it says that in the Bible that the Jews killed Jesus. Furthermore, if you read the Bible, if you are not that lazy, like most Muslims, you will see that Jesus gave his life. He gave his life. Nobody had control of his life. He gave his life. He came to give his life. So the only one who gave his life was Jesus. The Jews did not take his life. So this shows your question is like, even my son, who is 6 years old, he would not ask you a question because he knows it's a stupid question. But yeah, what does that say about you Muslims? And why are you so embarrassed to say that you're Shia? Also er hat gesagt, auf jeden Fall, wenn du die Bibel richtig lesen würdest, würdest du wissen, erstens, dass Jesus nicht getötet wurde, sondern dass Jesus sein Leben gegeben hat. Quasi, also das ist jetzt die Kurzfassung. Und er hat dich gefragt, warum du nicht zugibst, dass du ein Shia bist. Also, der sieht mich jetzt als ein Shia oder was? Wie geht? Mein Name ist Haider. Ja, er sagt, du bist ein Shia. Und warum du was habe ich davor? Weil mein Vater hat mir diesen Namen gegeben. Was habe ich damit? So you're an atheist. Wie heißt der? Okay, do me a favor. Can you say لعنت الله على عائشة لعنت الله على علي و على أهل البيت? Can you say that, please? Er hat dich gefragt, ob du das wiederholen kannst. He's done, bro. Rob, he's done. Yeah, Bruder, لعنت الله على علي. Bruder, beruhige dich, Flex, beruhige dich. لعنت الله auf Rawafed, لعنت الله auf diese, alles, was hast du gesagt, tamam. Aber bis jetzt habe ich für euch keine Antwort bekommen. Wer hat Jesus getötet? Warum geht ihr links und rein und oben und unten? Er hat doch die Frage beantwortet. Oder Araber. Like, ja, Habibi, er wurde nicht getötet. What this guy, bro? Wer hat ihn geschleppt? And he asked the same question again. Guck mal, du fragst die Frage nochmal, obwohl es dir schon beantwortet wurde. Mit freier Meinung oder freier. Wie bitte? Deine Frage wurde doch beantwortet. Du stellst die Frage zum zweiten Mal. Wenn ich Flex, antworte du ihm nochmal. Okay, Jesus hat er gestorben. Flexa bringt someone in unserer Sünden, ja? Ist der so alleine gelaufen, um zum Kreuz zu gehen? But can you bring someone else up, bro? Ja, aber Rob hat dir doch die Frage beantwortet. Okay, Haider. Haider, was? Darf ich dir eine Frage stellen? Haider, was? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, bitteschön. Haider, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, bitteschön. Ja? Moment, ich mach mal kurz das hier raus hier, weil das ist richtig laut bei mir hier. Was für Prophezeiungen haben sich denn laut Koran erfüllt, laut Islam? Ich habe deine Frage nicht verstanden. One second, bro. Was für Prophezeiungen haben sich denn laut Islam schon erfüllt? Keine Ahnung, ich verstehe deine Frage nicht. Amen.
Aiwa, aiwa, egal. Also meinst, ja, ja, meinst du damit, also, was die Propheten sind bei Islam ist oder wie? Alles gut, alles gut. Ich küsse dein Herz. Ich würde dann gerne weitermachen. Warte. Haider, ich erkläre dir das jetzt, wie du es hören möchtest. Also, die Pharisäer haben quasi dafür gesorgt, dass die Römer das Fleisch, also nicht Jesus an sich, sondern das Fleisch, gekreuzigt haben. Aber Jesus hat sich nicht dagegen gewehrt, weil er es so wollte, ja, und es schon lange geplant war. Verstehst du diese Antwort? Das ist jetzt vereinfacht gesagt. Ja, ja, verstehe ich. Okay. Ja, ja. Leichter kann ich es nicht sagen. Nee, habe ich verstanden. Okay, kein Problem. Also, danke, dass du da warst. Okay. Haider, danke. Vielen, vielen Dank und Respekt an dich und wirklich ganz, ganz viel Liebe. Danke. Ne? Alles klar. Danke dir auch. Okay, okay. Unbelievable. Unbelievable, right, Rob? Crazy, bro. That is insane. That is really insane. I am very shocked when I ask always this one question. They're so silent, there's nothing coming. Nothing. Mm. Mm. Just one question. They ask me 10 questions. Yeah. But when I ask only one question, they're all silent. They can't speak anymore. Yeah. It's like they turn into a statue. They You know why, Flex Habibi, you know why? Because Islam cannot be questioned. You can't, the moment you ask questions about Islam, it's like you took out a sword and you stabbed Islam in the heart. This is why Muhammad, because he could not answer questions, he used to analyze his enemies and criticizers. Because he knew he was a fake, he was a fraud. So yeah. When you're a fake prophet with a fake religion, you know people will bust you. Yeah, that's true. That's the problem. This is why Muslims, when they open live streams, TikTok, YouTube, wherever, they always say, Jesus is Muslim, Jesus is Muslim. Trinity is wrong. Trinity. They don't dare to talk about Islam. They are not allowing you to ask a question. I tried, when I came on TikTok, I tried to go to Muslim live streams. I did in the beginning. It was like a year ago. But they did not allow me to ask question. One question, they start to tap dance. One question, no, we are not allowed to, you know. This is the problem with the Muslims. They love to talk about the Bible, attack the Trinity, attack the divinity of Jesus Christ, and ask all kind of stupid questions. But when we ask just one question, like you said, brother, it's like you stab them in the heart. Oh, yeah. I mean, first of all, they get angry. They start insulting, and I'm like, whoa, chill. That was just one question. Yeah. I mean, seriously, like, wow. An alle, die hier drinnen sind, an unsere aramäischen Brüder und Geschwister, ich küsse eure Herzen. Flexa, I think they're going to make you a Aramäer soon. I kiss your heart. Aramäer soon. Again, what? I think the brothers in the chat, they are going to make you an Aramaic soon. Bro, I am okay with that as well. Come, maybe they will find you a beautiful. Remember, beautiful Suryo wife, and you're good to go. We have a lot of colors. No, seriously, this was a very beautiful live stream today, and we're gonna take a little break, and we're gonna come back in the next couple of few hours. Also Leute, wir machen eine kleine Pause und kommen in den nächsten paar Stunden einfach wieder zurück. Und alle, die hier drinnen waren, die supported haben, ich küsse eure Herzen. Wir haben wirklich tagtäglich schöne Streams, ne? Und wir sprechen über das Evangelium, ja, wir sprechen über Jesus Christus und tun auch gleichzeitig was, die Dunkelheit aufdecken, ne? Ich küsse dein Herz, Sabrina. Und YouTube, ich bin mir ganz, ganz unsicher, ob ich YouTube machen soll, weil das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit. Rob Christian, what do you think about making YouTube videos? YouTube is for me a much better platform, and I will tell you why. Here on TikTok, we are not allowed to be ourselves. We can't use our normal talk. We have to use codes, right?
on YouTube, you can talk freely, brother. Like I said a couple hours ago, I did a long, long live show, 3-hour live show. And I can speak freely and we could have a normal conversation. So when I come on TikTok, I have to immediately adapt. I have to talk in codes. We can't use the K word. We have to use unalived. We can't say the R word. We have to call it grape. Miguel, ich küsse dein Herz. But you know, we have a lot of wonderful brothers and sisters on TikTok, and you know, we hope for the best. You know. All right. All right. So then I think I'm going to make a YouTube channel then. Yeah, and upload as many live streams as you do, though. Download them and upload them on YouTube. Okay. All of them. All right. Should I record them or should I just upload them? Just upload them, bro. You can, what you're doing, you can download them. If you go to your, if you go back to the live, you can download every video, every live stream, you can download it. And just upload the file on from your phone on YouTube and you're good to go. Okay. Make sure to ask, always ask the people to subscribe to your YouTube channel to make your channel grow. And that's how I started many years ago on YouTube. Okay, all right. Also an alle, die hier drin sind, wahrscheinlich fange ich dann auch noch mit YouTube an, ne? Und lade dann die Videos einfach mal hoch. Und dann schauen wir mal. Ne? You know why, bro? Because when you're doing the live streams on TikTok, nobody can replay them. Nobody can watch them again, right? Yeah. But when you store them on YouTube, it will stay there forever, you know? You can have access to them. People can rewatch, and you know, people can benefit, right? And just put the link of your YouTube channel in your bio on TikTok, and you're good to go, you know. Okay. Und Flex, da musst du mir aber Bescheid sagen, ob du dann möchtest, dass andere deine Lives nicht mehr nutzen, weil deine Lives werden auch schon hochgeladen, nur dass du Bescheid weißt. Meine Lives werden hochgeladen? Ja, bei zwei anderen. Ich kann dir die nachher mal schicken, die Kanäle. Dann kannst du dir das angucken. Du meinst YouTube-Channels, ne? Ja, einmal bei Christen Best Of heißt der eine Kanal und der andere heißt Christen und Ex-Muslime irgendwie was. Also ich kann dir das gerne... Ja, das kenne ich. Das habe ich schon gesehen. Ja. Da musst du gleich mal mit denen reden, ob du das dann zukünftig noch möchtest oder nicht. Ja, alles gut. Solange das respektvoll ist, so kann das ja machen. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Flexa, because you have 11,000 subscribers on this account of yours, just on every live stream, put you know, a title in your background. You know, you have now a background of the Aramea flag. Just put on your YouTube channel the link, and people will find you, and it will make your channel grow. You know. Yeah, good idea. Okay. Yeah. All right, I will make it. I mean, you guys giving me some advisors, and I'm gonna use it. It's better because you know people can't replay what happened. You know, some people come in way too late, and I think people should rewatch because you guys are doing amazing work. You are inviting a lot of knowledgeable people, and you bring up good topics. So you should give people the chance to rewatch. It's very important to rewatch YouTube videos. On YouTube. Yeah. I will. By the way, Rob Christian, I want to ask you a quick question before we take a break. What about Ahmad ex-Muslim? I would really love to know him and see him here in our channel. Yeah. Brother Ahmad ex-Muslim, he has done a lot of live streams, both on YouTube but also on TikTok in the English section. But he's now, he told me, because I mean, he's a very good friend of mine, he told me that the next couple of months he will spend more in the Arabic section. So he's not going to do much English live streams. Because I would be very happy. And then he will switch, you know, because he is also his Arabic speaking audience as well. I would be really happy to be in contact with him and... also, if you, Ahmad, when all of you guys come in the channel as well, then we can grow together. Then we have the German section that can also follow Ahmad, you know? Yeah. Well, I can ask him. I can't promise you anything because he told me he's going to be busy in the Arabic section. But I can ask him, you know, sure, why not? Okay, that would be amazing.
Because I'm pretty sure Hamdi is going to run away from him. Oh, Hamdi has already run from I've him. Yeah, I've got it on video. Yeah, because Ahmed X Muslim, he challenged him many times. I have challenged Hamdi. He's a runner, bro. He's not a debater. Trust me, Hamdi is not a debater. A true debater doesn't run from anyone. True. He runs. How many times, guys, you know, you've been my witness, eyewitness. How many times did I challenge him for a debate? Yeah, a lot. Yeah, so. All right, Christian, Rob, my brother, I'm going to take a break. Lord willing, we'll see you in a couple of hours again, brother. If the Lord Yes, knows. See you in a couple of hours. I kiss your heart and may God bless your family, my brother. You too, brother. God bless you. Keep you safe. Thank you. My neue Aramea Bruder, Flexa. Oh yes. The Aramaic. Let's go, baby. Yeah. Alright. Marouche, eine wunderschöne gute Nacht dir, ne? Schlaf gut und an alle hier drinnen, die supportet haben, Leute, ich küsse eure Herzen, ne? Gottes Segen an euch alle und bis später. Aber bevor ich gehe, Leute, einmal alle ein Herzchen für Jesus Christus hier in dem Chat und dann gehe ich auch offline, Leute. Ne? Alle mal ein Herzchen für Jesus Christus. Gottes Segen an alle und Yeshua Akbar. Yeshua Akbar. Also Leute, ich küsse eure Herzen. Gute Nacht. Bis heute. Ciao, ciao. Peace out. Wörter in ihren Munden hinzu, zwecks den Judentum. Genau. Wir reden hier von dem Judentum und nicht über die Tora. Weil sie mit ihren Mund Wörter hinzufügen. Und hier geht es gerade um den Judentum. Geht zum Vers 2,79. Ach so, jetzt wechseln wir wieder zum anderen Vers. Okay, ja gut. Ja, ist ein ganzes Buch. Wieso nicht? Okay. Ich wechsle in der Bibel. Sure was? 2, Vers 79. 2,79. Sure 2, Aja 79. Genau. Okay. Was steht dort? Their own hands. Okay, so, jetzt, wir kommen gleich dazu. 79 sagst du? Genau, 2 Vers 79. Doch wehe diejenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Ja, okay, aber wir lesen nicht, dass die Tora verfälscht ist. Die Stelle gibt es auch nicht im Koran. Es gibt im Koran nur die Stelle, dass es bestätigt wird. Das ist Vers 2,79 aus dem Koran, die Stelle gibt's. Nein, ich meine die Stelle, dass das angeblich die Tora. Ja, ja, aber wo steht hier, dass die Tora verfälscht ist? Wo steht das hier? Also ich lese hier nichts von Tora, ist verfälscht. Es geht an dieser Stelle um Christen und Juden. Aydin, guck mal, jetzt sprechen wir mal zusammen die deutsche Sprache, okay? Los. Ich möchte mit dir zusammen Deutsch sprechen, okay? Mhm. Jetzt versuchen wir mal, alle beide Hochdeutsch zu sprechen, okay? Wir analysieren jetzt mal die deutsche Sprache zusammen, okay? Alles klar. Doch wehe denjenigen, hier ist es eine Warnung, doch wehe denjenigen. Was heißt das für dich? Hier sprechen wir über eine Warnung. Hey, wehe, du fügst Wörter hinzu. Steht da drinne, die Tora ist verfälscht oder wehe denjenigen? Was verstehst du jetzt darunter? Sag mir mal, um wen es dort in diesem Vers geht. Wenn du hier lesen wir doch ganz klar. Diejenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen, hier geht es ja um die Schrift. Du willst ja die Tora ansprechen, dass es hier um die Tora geht, richtig? Richtig, ja. Okay, aber wo lesen wir denn hier, dass die Schrift verfälscht ist? Wir sehen nur hier, dass es eine Warnung ist. Aber wir lesen hier nicht, dass sie verfälscht ist. Also wenn ich mir hier Tafsire nebenbei durchlese, geht es da eindeutig noch nicht mal um uns, sondern eher um Muslime. Oh, sogar nochmal ein Eigentor, noch schlimmer. Also außer er weiß mehr als Ibn Kathir, keine Ahnung. Also nochmal ein Eigentor.
Das ist das Problem, Leute. Ihr müsst die Schrift selber lesen. Hier sehen wir nicht, dass die Tora verfälscht ist in eurem Buch. So, jetzt macht er wieder Kaffeepause. Hallo? Hallo, bist du noch da? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Hallo? Guten Tag, ja, ich bin noch da. Okay. Ich habe nur meinen Koran geöffnet, die Verse davor und danach zu lesen, weil das hilft ja im Kontext. Ne? Guck mal, es ändert nichts an der Situation. Hallo, bist du noch da? Eine Situation, wenn es im Kontext um Juden geht und dann steht, wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren Händen verfälschen. Dann nein, das lese ich hier nicht. Ich lese hier nichts mit verfälscht. Dann mit ihren eigenen Händen schreiben und sagen, das ist von Gott. Okay, guck mal, jetzt. Wenn es um Juden geht. Ganz gut, Ejedin, jetzt tust du gerade Wörter hinzufügen und das ist nicht gut. Ich tue nicht Wörter hinzufügen. Du hast gesagt, verfälscht. Aber wir lesen hier bei Sure 2, Vers 79 nichts mit verfälscht. Wenn ich dein Buch nehme, du bist ein Verfasser von einem Buch. Davut. Ich schreibe ein Kapitel. Gut, ganz kurz. Wir drehen hier keine Worte. Davut, wir bleiben bei Sure 2, Vers 79, ganz kurz. Bitte. Bitte. Wir dürfen keine Worte jetzt in dieser Sure hinzufügen. Wir bleiben jetzt bei Sure 2, Vers 79. Wir sehen hier, doch wehe denjenigen. Wir sehen hier ganz genau, das ist eine Warnung. Aber hier steht niemand. Weil es praktiziert wurde, dass Leute etwas aufschreiben. Von diesen Dingen behaupten, sie sind von Gott. Okay, aber verstehst du? Praktiziert. Okay, guck mal. Aber warum steht das in keinem Tafsir drin? Ich bin hier parallel am Lesen. Hier steht überall, es geht um Leute, die zum Islam. Nein, Marouche, verrate ihn das nicht. Ich weiß das schon. Verrate ihn das nicht. Alles gut. Ich verraten, aber paar Versen davor werden die Juden angesprochen. Und okay, Davut, ich mache es einfacher. Geht's dann um die Juden? Okay, Davut. Es wird jetzt nicht mehr um die Juden gehen. Davut, ich mache es jetzt einfacher für dich. Nicht mal bei Ibn Kathir steht das bei euch drinne, dass die Tora verfälscht ist. Und hier lesen wir ganz normal, dass es eine Warnung ist. Nichts soll hinzugefügt werden, es ist nur eine Warnung. Aber es steht nicht drinne, dass die Tora verfälscht ist. Das lese ich hier nicht. Jeder, der gerade hier ist, kann Sure 2, Vers 79, ich mache das sogar öffentlich, Sure 2, Vers 79 lesen. Das ist eine Warnung. Doch wehe denjenigen, da steht nicht drinne, die Tora ist verfälscht. Steht nicht drin. Oder die Tora wurde von diesen Menschen geschrieben. Steht nicht drin. Nirgendwo lesen wir das hier. Da müssen wir ehrlich zueinander sein. Wir müssen jetzt nicht versuchen, noch zu retten und das Wort noch zu verdrehen. Brauchen wir nicht. Das lesen wir. Guck mal, wenn ein paar Verse davor Juden adressiert werden und dann steht ein paar Verse später in einer Stelle, wo es um Juden geht. Es steht trotzdem nicht drin, dass sie verfälscht ist. Es ändert nichts daran, dass da steht Juden, es können auch Perser drin stehen, es können auch Chinesen drin stehen, spielt keine Rolle. Es steht immer noch nicht drin, dass das Buch verfälscht ist. Wenn ich ein Mathebuch nehme von einem Verfasser und ich füge dazu 10 Seiten hinzu, dann ist es ein verfälschtes Buch. Wo steht es hier drin, dass es verfälscht ist? Nochmal, zum 10. Mal erkläre ich es dir. Dort steht, dass etwas hinzugefügt wird. Hinzufügen. Ja, aber guck mal, in Sure 2, Vers, guck mal, ich lese es dir vor. Ich lese es dir mal vor. Sure 2, Vers 79. Doch wehe denjenigen, die in den Schriften mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah. Das ist eine Warnung. Hier steht nicht mal speziell, sie haben das Wort Gottes mit ihren eigenen Mund hinzugefügt. Gar nichts lesen wir hier davon. Das ist eine Warnung. Kannst du unterscheiden, was eine Warnung ist und was hinzugefügt worden ist? Weißt du, also ich gehe mal davon aus, dass du die deutsche Sprache verstehst. Ich verstehe sie sehr gut und das Ding ist, das ist... Also wo sehen wir hier, dass in die Tora was hinzugefügt worden ist? Das ist doch Wortklauberei, wenn du
erwartest, dass dort in irgendeinem, in, dass dort genau das steht, was du hören willst. Jeder Marouche. Weiß. Okay, ganz kurz. Marouche. Ja. Bitte, nirgendwo. Guck mal, dann könnten wir das Blatt wenden. Wenden wir es mal. Ich werde Christ, wenn du mir einen Vers bringst, wo steht, ich bin Teil eines dreieinigen Gottes, betet mich an, und dann, ey, aber das steht auch nirgendwo in der Bibel. So ein guck mal, wir wechseln gerade schon wieder das Thema, so weil du gemerkt hast, dass hier drinnen kein Problem ist. Du es aus diesem Vers verlangst, steht Eldin, du switchst gerade das Thema. Du änderst schon wieder das Thema. Ist das gleiche Thema. Du änderst schon wieder das Thema. Bleiben wir erstmal bei einem Thema. Vergessen wir jetzt mal die Bibel. Du switchst gerade vom Thema. Du wolltest mir hier in deinem Buch zeigen, dass die Tora verfälscht ist. Wir finden hier gar nichts. Wir finden da jetzt. Und du weißt, du, guck mal, Davut. Du willst es nur. Davut. Ich suche die Stelle am besten, wo die Tora bestätigt wird. Okay. Davut, lass uns bitte ehrlich sein. Wenn wir das zusammen analysieren, du weißt selber, du hast dir da gerade ein Eigentor geschossen, das weißt du. Da steht nicht drin, dass die verfälscht ist. Dann müssen wir ehrlich zueinander sein. Guck mal, wir lesen doch die Schrift gerade zusammen. Aber okay. Was? Guck mal, wir haben hier, ich bin der Meinung, es ist Wortklauberei, du bist der Meinung. Nein, ich bin nicht der Meinung, sondern dein Buch sagt das. Dein Buch sagt das. Wir brauchen doch nicht irgendwelche Worte hinzufügen. Dein Buch sagt das doch gerade. Wir fügen doch keine Worte hinzu. Ich füge nichts hinzu. Es gibt Wörter, es gibt Sätze mit Bedeutungen. Es muss nicht exakt dort stehen, wie du es hören willst. Wenn dort steht, wehe denjenigen, die das mit fügen, das ist schon eindeutig genug. Okay. Also, ich hab langsam ein bisschen so das Gefühl, dass du... Und später wird ihnen gesagt... Kannst du dich nochmal wiederholen? Ich habe dich hier nicht gehört. Okay. Ich lese dir den Text zum allerletzten Mal vor. Jeder hier drinne, der die deutsche Sprache versteht und der deutschen Sprache mächtig ist, ich lese es dir nochmal vor. Doch wehe diejenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben. Hier ist eine Warnung. Wehe diejenigen. So. Juden, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben. Und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. So, jetzt gehen wir zu Ibn Kathir. Es gibt dazu eine Erklärung. Marouche, kannst du mir bitte die Erklärung kurz mal geben? Weil ich habe sie nicht parat. Marouche, bist du da? Warte. Gib mir mal die Erklärung kurz. Dann machen wir einfach einen kurzen Knockout und dann ist okay, weil dann brauchen wir diesen Text auch gar nicht analysieren. Davut, glaubst du an Ibn Kathir? Glaubst du an seine Worte? Lehnst du Ibn Kathir ab? Ja, wenn er ihn ablehnt, dann hat sich das eh erledigt. Ich lehne ihn Lehnst weder du Ibn Kathir ab? Ich lehne ihn weder ab, noch bestätige ich ihn. Ich habe mich nicht mit Ibn Kathir befasst. Du hast dich mit Ibn Kathir nicht befasst? Ich habe mich mit ihm nicht befasst, nein. Ich glaube, er kennt ihn nicht, Bruder. Ich kenne ihn nicht, bin ich dir ehrlich. Oh. Ja, darfst du den Koran ohne Tafsir überhaupt auslegen? Ey, Mann. Ich glaube. Mir hat gerade jemand geschrieben, Ibn Kathir sein Schuh auf seinen Kopf. Ich kann nicht mehr. Pass auf, ich lese mal nur den ersten Satz. Adressaten sind hier die Neukonvertierten aus Medina, die erst vor kurzem den Islam angenommen hatten, bla 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 bla. Okay. Al-Jedin. Ich glaube, es gab eine Zeit,
da gab es Koran ohne Tafsir, deswegen sollte es kein Problem sein. Ejdin, guck mal, du bist so respektvoll, ich küsse dein Herz dafür. Wirklich, ich meine das ernst, Davut. Guck mal. Davut, ich gebe dir nur eine einzige Frage. Eine einzige Frage werde ich dir stellen. Schieß los. Okay? Hm. Was für Prophezeiungen gibt es im Islam, die eingetroffen sind? Also in der Bibel haben wir sehr viele Prophezeiungen, die eingetreten sind. Aber jetzt frage ich dich, ich stelle dir nur diese letzte Frage. Ich habe dir keine Frage gestellt, ich stelle dir nur eine Frage. Was für Prophezeiungen gibt es im Islam, die eingetroffen sind? Du darfst reden. Kann ich dir nicht sagen, bin ich dir ehrlich. Was? Ich habe mal welche gelesen, aber ich kann sie dir jetzt zum Ehrlichsein nicht so zitieren, wie ich sie gelesen habe. Was? Nein, das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich habe mal von einer Prophezeiung gehört, dass der Prophet Mohammed gesagt hat, es werden irgendwann mal Leute mit Geräten auf den Köpfen rumlaufen, um Musik zu hören. Das ist so ja. Das ist keine Prophezeiung. Das ist so die einzige Prophezeiung, die ich dort kenne, aber... Was? Die haben was im Kopf nochmal? Was? Dass Leute Geräte auf dem Kopf tragen werden, durch die sie Musik hören. Aber ich müsste den Hadith jetzt raussuchen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber pass mal auf. Guck mal, ich nenne dir jetzt mal zwei, drei Sachen. Guck mal, Sure 3, Aya 2 bis 3. Er offenbarte dir die Schrift mit der Wahrheit und bestätigte hiermit sein schon früher gesandtes Wort, also Bibel und Tora. Mhm. Er offenbarte schon vorher die Tora und das Evangelium als Richtschnur für die Menschheit. So, Sure 4, Aya 136. O Gläubige, glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Buch, das er seinem Gesandten und an die Schrift, welche er schon früher offenbart hat. Ich kann noch drei, vier weitere Verse vorlesen. Also die Tora wird 100% bestätigt und die Bibel auch. Das ist ein Widerspruch im Koran. Das ist ja das, was wir immer versuchen, euch zu sagen. Findest du, der Koran widerspricht der Tora? Ja. In manchen Punkten auf jeden Fall. Und wenn dort steht, der Koran bestätigt die Tora, dann muss es sich ja um eine andere Tora handeln, als wir sie heute haben. Nee, das Problem ist, der Koran widerspricht ja, nicht einfach alle paar Verse. Das ist das Problem. Koran kann das ist ja auch kein zusammenhängender Faden. Guck mal, da werden Geschichten einfach wild durcheinander erzählt, die keine Analogie haben. Du musst das Ding mal in einem Stück lesen, dann fällt dir das doch auf, wenn du ehrlich bist zu dir selber. Guck mal, lass uns mal bitte zurück zum Thema kommen. Lass uns mal wieder zurückkommen. Also Davut, eine Frage. Du hast gesagt, du kennst keine Prophezeiungen, die eingetreten sind, laut Islam, richtig? Kann sie dir nicht zitieren, Aber wie kannst du denn eine Religion beitreten, wenn du nicht mal weißt, ob sie Prophezeiungen hat? Ich weiß, ob sie Prophezeiungen hat. Ich habe nur gesagt, ich kann dir keine zitieren, weil ich mir keine gemerkt habe. Du kannst mir nicht mal zwei zitieren, nicht mal zwei. Ich kann dir nicht mal zwei zitieren, nein. Kannst du mir eine zitieren? Nee, weil es keine gibt im Islam. Es gibt keine. Kannst du mir eine zitieren, die noch nicht eingetroffen ist? Es gibt gar keine. Gar keine, die auch noch nicht gar eingetroffen keine. Ist. Ja doch, was noch nicht eingetroffen ist, ist, dass der Tag des jüngsten Gerichts erst kommt, wenn der letzte Jude, du weißt schon was, und wenn man gegen die Türken, du weißt schon was. Das sind zwei Prophezeiungen, die noch nicht eingetreten sind. Gegen die Türken? Also, Davut. Ja. Guck mal, ich küsse dein Herz. Die Leute schreiben schon, ich muss Gnade mit dir haben. Ich meine es nur gut. Ich versuche nur, dass du alles, dass du es erkennst. Ich würde dir empfehlen, bitte lies die Schriften. Ich flehe dich an. Ich würde dann jetzt weitermachen. Mhm. Ich würde einfach nur sagen, hey, hör mal zu, ich küsse dein Herz. Du bist ein sehr, sehr respektvoller Mensch. Mhm. Und ich merke, dass dein Herz woanders gehört. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich kann dir nur von meiner Sicht aus sagen, lies einfach. Mhm. Okay? Ich kann dir ehrlich sein, ich habe die Bibel tatsächlich zu Hause, ich habe sie auch schon gelesen.
aber es überzeugt mich nicht so sehr, bin ich dir ehrlich. Weil du es nicht richtig verstanden hast. Lies es nochmal. Ich hab's verstanden. Es geht halt nur darum, dass es mich nicht sehr überzeugt. Ja, möchtest du dich mit der Schönheit verführen lassen oder möchtest du die Wahrheit erfahren? Dann musst du die Prophezeiungen in der Bibel lesen und du sollst das Alte Testament lesen. Um was es wirklich geht. Und dann das Neue. Seid ihr, wie hieß denn das? Da gab's doch hier den Ausdruck mit Juden, die an Jesus glauben. Wie hieß denn das? Das sind messianische Juden, aber das sind wir nicht. Ach so. Ich dachte. Also, Ejedin Davut, ich bitte dich einfach nur drum, lies bitte richtig, auch dein Buch bitte richtig lesen und dann wirst du irgendwann mal selber sagen, dieser Flex hat recht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin nicht der Christ, der zu dir kommt und sagt, hey, nimm jetzt das Christentum an, lies einfach. Mehr kann ich dir nicht sagen, okay? Ich würde dann jetzt einfach mit den anderen weitermachen und ich küsse dein Herz. Ne? Ebenso. Ja, danke, danke. Also, ciao, ciao. So, ja. Ja, das ist nicht so einfach, Leute. Ne? Ist nicht so einfach. Ne? Ist nicht so einfach, Leute. Ne? Tunesie. Okay. Hallo? Most wanted? Ja, am Apparat, ja. Aber. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ich habe nur eine allgemeine Frage, Hammer. Du hast ja gesagt, dass die israelische Flagge Gottes Augapfel ist und was die Leute daran stört. Mhm. Aber du bist Christ, soweit ich das jetzt raushören konnte. Stimmt das? Ja, warum? Was hast du denn für ein Vorurteil? Oder was ist denn? Gar was nicht. Ich bin ein vorurteilsloser Mensch. Okay. Ja, du bist aber Christ, korrekt? Ich denke mal, wenn ich aus dem Evangelium zitiere, denke ich mal, bin ich Christ, genau. Ja, so Zitate habe ich jetzt nicht verfolgt von dir. Aber distanzierst du dich heute von dem Terror, den Israel begeht? Den Terror, den Israel begeht. Der Staat Israel. Ja, ich rede jetzt nicht von deinem Ansicht, dass das das Auge Gottes ist. Ich meine, dass der Staat Israel, was es jetzt tut, ob du dich davon distanzierst. Also, weißt du, Gott ist ein gerechter Gott. Ne? Das ist das, was ich dir sagen kann. Guck mal, dieser Krieg geht ja schon seit wie vielen Jahren ungefähr? Seit vielen, egal. Weiter. Seit wie vielen Jahren? Seit vielen. Seit vielen Jahren, okay. Vor knapp 7 bis 10 Jahren habe ich damals mich, oder habe diesen Kollegen immer noch hier bei mir auf Discord, und wir haben immer gezockt. COD, APB Reloaded, GTA, Online, und das machen wir heute noch, ne? Und tatsächlich, jedes Mal, wenn wir gezockt haben, hat er gesagt, oh mein Gott, heute ging die Bombe schon wieder los. Hier in der Bushaltestelle hat sich wieder jemand in die Luft gejagt. Da hat sich wieder jemand in die Luft gejagt. Der sagt Allahu Akbar und jagt sich wieder in die Luft. Was machen wir denn damit? Okay, pass auf. Okay, pass auf. Wir reden jetzt von beidseitigen Angriffen, die seit Jahren so fortlaufend weitergehen, korrekt? Wir reden hier von Sachen, die in Israel passieren, tagtäglich. In Palästina passieren tagtäglich, das stimmt. Aber meine Frage an dich ist, distanzierst du dich vom heutigen Terror, den der Staat Israel begeht, wo die Welt zuschaut, wo Genozid begeht, wo 10.000 Menschen, Kinder vor allem sterben? Distanzierst du dich davon? Ganz einfache Frage. Ich sag dir, distanzierst du dich vom Terror? Darf ich reden? Ja, natürlich. Ich habe ja nur meine Frage zu Ende gestellt. Okay. Ich distanziere mich von Menschen, die Kinder umbringen. Kinder umbringen geht schon mal gar nicht. Okay. Ist
tagtäglich der Fall. Es gibt unzählige Videos, in denen israelische Soldaten sich darüber freuen und sich darüber ärgern, dass es keine Babys mehr zum Töten gibt. Wenn man aber distanzierst du dich von Hamas? Ich distanziere mich von Terror jeglicher Art. Fertig, Punkt. Jeglicher Art. Nein, distanzierst du dich von Hamas? Im Moment ist Hamas nur eine... bitte nicht. Was denn? Bitte sag's nicht. Warte, warum guckst du jetzt so? Bitte sag nicht das, was ich jetzt denke, was du sagen willst. Bitte nicht. Ich sage dir das. Im Moment wünschte ich, dass es Menschen gäbe, die gegen den Terror von Israel ankämpfen würden. Du nicht? Warte mal, das ist nicht meine Frage. Du nicht? Meine Frage ist, distanziert du dich von Hamas? Was ist Hamas? Ist Hamas eine Terrororganisation? 100% sagst du, ne? So, und wenn Hamas eine Terrororganisation ist, ja, dann bekämpfen sich ja gerade zwei Terrororganisationen. Nee, das eine ist eine Terrororganisation, das andere ist eine reguläre Armee. Eine reguläre Armee, die seit 70 Jahren Land annimmt, Kinder tötet. Pass, nee, so kannst du das nicht hinstellen. Guck mal. Genau Gaza so, wurde, nicht anders. Gaza das ist wurde, Fakt. Nein, so ist das. Das nicht. Ist Fakt. Gaza wurde 2006 zurückgegeben in palästinensische Kontrolle. Die haben daraus gar Leute, nichts gemacht mal, und haben ihr immer wieder. Ihr könnt doch das nicht schönreden, was gerade da passiert. Das sind Fakten. Das sind Fakten. Kannst du das sind keine Fakten. Ihr könnt das doch nicht einfach schönreden, was gerade da passiert. Nee, ihr verdreht das immer, leider. Keiner verdreht das, außer ihr gerade. Guck mal, wer hat Israel denn? Pass mal auf, darüber diskutieren. Ich wollte nur eure Meinung darüber hören. Die habe ich jetzt auch gehört. Ihr macht eure Hausaufgaben sehr gut. Ihr seid auch sehr wortgewandt. Also Most Wanted. Most Wanted. Ja. Kann ich dir 2-3 Fragen stellen? Mein Akku, Gerdler, wenn du dich beeilst, kannst du das machen. Ich mach schnell. Guck mal, Most Wanted. Yes. Guck mal, ein Grundprinzip, okay? Alles, was mit Töten zu tun hat, etc., okay? Ja. Alle in der Gruppe sind dagegen. Sehr gut. Es ist egal, welche Gruppe, ob es Hamas ist oder Israel. Richtig, genau. Was alle Menschen, was jeder Mensch verstehen sollte, ist, dass wenn du für Palästina bist, bist du dafür, dass die Israeliten sterben. Und wenn du für Israel bist, Moment. Warte zu, wenn du für Palästina bist, wir reden nicht von den normalen Einbürger, wir reden von. Und alle gemeinsam liken, Leute. So, hört mal zu, wenn du dir eine Seite aussuchst, ich suche mir keine Seite aus, weder Israel oder Palästina, aus dem Grund, unnötig. Unnötig, weil die töten sich gegenseitig, okay? Free Palästina verstehe ich. Okay, die Israeliten haben gleichzeitig auch Angst. Also ist auf beiden Seiten so. Wer mehr macht oder weniger, ist auf der einen oder anderen Seite egal, weil die töten sich gegenseitig. So, auf welcher zu, ob der, wenn der Flex jetzt eine israelitische Flagge als Hintergrund hat oder so, hat was damit zu tun, dass das biblisch ist. Das Volk Gottes, das Volk Yahwehs ist Israel. Egal was Israel macht, Yahweh ist hinten dran, okay? Nun müssen wir eine Sache verstehen, dass Allah hat nach 700 Jahren seine Postleitzahl anscheinend gewechselt und ist nach Saudi-Arabien gegangen, okay? Somit muss man eine Sache hier verstehen, dass es geht nicht um den Krieg, das ist oftmals auch was mit Religion etc. zu tun. Wenn du Christ bist, bist du mehr für Israel, wenn du Muslime bist, bist du mehr Palästina, okay? Aber jeder sollte gegen Töten sein und die Sache ist geregelt. Also, ob der eine israelische Flagge hat oder Palästinenser. Diese Flagge ist ja, wie gesagt, hier geht es um biblische Themen. So, jetzt ist er rausgegangen. Akku leer. Ja, hat ja schon angekündigt. Es geht nur drum, keiner soll dich töten und die Bibel ist komplett dagegen, dass getötet wird. So, wenn Israel anfängt, zu töten und so weiter und so fort, das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Das hat nichts im Namen von Jesus zu tun. Das macht Israel selber. Fertig, mehr gibt es da einfach nichts zu sagen. Richtig. Die Diskussion auch nicht gerade mit Palästina und so weiter und so fort. Es ist einfach unnötig. Ob der, wer schießt oder nicht, unnötig. Das war's. Absolut. Tony Mo, was kann ich denn für dich tun? Ja, und zwar, warum hast du die Flagge hinter dir? Wegen Augapfel, wegen biblischen Grund oder willst du nur provozieren? Das wurde doch gerade erklärt. Aus biblischen, ganz kurz, alle ganz kurz stummen, ganz kurz. So, du bist jetzt hier reingekommen, eine Frage, stört dich diese Flagge? Ja, wie gesagt, das ist eine Zionistenflagge, fertig. Die Menschen könnten ja auch da miteinander in Frieden leben.
Man müsste doch nicht die Menschen dort vertreiben. Warte mal, ganz kurz. Ja, du hast gesagt, das ist eine Dionysten. Lass mich mal ausreden. Ja, natürlich. Lass mich mal ausreden. Du hast gesagt, das ist eine zionistische Flagge, denn ja, ist doch deine Flagge auch eine zionistische Flagge. Ja, ich habe keine Flagge. Ich bin Mensch. Mich interessieren Flaggen nicht eigentlich. Aber die Leute, die mit Flaggen rumwedeln, die also sind deine, ja die, Flagge, die, deine Flagge interessiert dich nicht. Die in Keil treiben. Deine Flagge interessiert dich nicht. Bleib mal, was interessiert mich Flaggen? Deine Flagge interessiert dich nicht. Nein, ich bin Mensch. Gott hat mich erschaffen, ich bin Mensch, ich soll jeden Menschen gleich machen. Deine, ob er Jude deine, ist, ob er Kraft ist, ob er weiß ist. Warte mal, deine Flagge interessiert dich nicht. Nein, natürlich interessiert die mich nicht. Das hat sich irgendein Imperialist ausgedacht, diese Flagge mit 5 Farben oder 4 Farben oder 3 Farben, hat sie hingesteckt, um die Leute zu trennen. Nichts anderes. Mhm. Ja, und okay, du machst ja nichts anderes. Darf ich reden oder willst du die ganze Zeit? Das ist dein Stream. Okay, darf ich reden oder willst du ununterbrochen? Ich habe gesagt, es ist dein Stream. Natürlich kannst du reden. Okay. Ja. Was ist denn jetzt deine Absicht hier? Ja, du spaltest gerade. Das ist meine Absicht. Du spaltest, indem du die Flagge machst und versuchst, da irgendwelche Muslime damit zu triggern. Zu triggern? Ja. Hier geht es um biblische Themen. Du holst die 7 hoch. Du holst die 7 hoch. Du machst die Flagge. Sei mal ganz kurz ruhig. Du redest ununterbrochen und hast keinen Respekt. Das ist Nummer 1. Und du lässt niemanden ausreden. Du musst erstmal lernen, Menschen ausreden zu lassen. Ne? Erstens haben wir hier biblische Themen und keine politische Themen. Zweitens, die Muslime müssen doch gar nicht hier reinkommen in diesen Channel. Wenn wir biblische Themen haben, können die gerne reinkommen und gerne biblische Fragen stellen. Und ich stelle auch dann islamische Fragen, ja, laut Koran. Aber hier geht es nicht um politische Themen. Also Toni, du bist ganz falsch hier. Wir haben hier keine politische Themen. Warte jetzt, lass mich mal auch. Oder bist du fertig? Warte mal, sei mal ruhig, du redest ununterbrochen. Ja. Ich stumm dich nochmal. So lange, bis du lernst, dass du auch einen ausreden lässt. Ja, und nimm die Esiden nicht in deinem Mund. Rede nicht über Esiden. Wo ich kein TikTok gemacht habe, keiner von euch hatte die esidische Flagge im Hintergrund gehabt und hat gesagt, ich unterstütze Esiden. Das habt ihr nie gemacht. Jetzt kommt ein Rascho, ein Schwarzer, und unterstützt Esiden, jetzt habt ihr sogar noch ein Problem damit. Was ist euer Problem eigentlich, Mann? Wer seid ihr überhaupt, Mann? Jetzt mal ohne Spaß. Ihr habt noch nie esidische Flaggen bei euch stehen und habt gesagt, ich unterstütze Esiden. Das habt ihr noch nie gemacht. Ich bin schon seit längerer Zeit hier auf TikTok. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Moslem esidische Flagge hinten hat und Esiden unterstützt hat. Habe ich noch nie gesehen. Jetzt kommt ein Schwarzer und macht esidische Flagge hinter sich und dann kommt hier rein und wollt hier irgendwas mir erzählen. Wer seid ihr überhaupt, Mann? Toni, Flex. Schämt euch, Mann. Wer seid ihr überhaupt, Mann? Flex, Mami Katja, Bibi. Toni, sag mal leise kurz. Du bist weg, Bruder. Also der andere. Hört ihr mich? Ja, jetzt hört mich. Okay, im Psalm. Darf ich reden jetzt endlich? Warte, ich mach das ganz anders. Ich mach jetzt mal eine richtige Ansage. Flex. Warte, Bruder, ich muss was sagen. Leute, das ist richtig Doppelmoral. Wo ich noch gar nicht auf TikTok war, habe ich niemanden gesehen, der gesagt hat und sich eingesetzt hat und gesagt hat, hey, ich unterstütze Esiden. Oder hat esidische Flagge hinter sich und hat gesagt, hey, ich unterstütze Esiden. Habe ich noch nie gesehen. Seit ich auf TikTok bin, habe ich noch nie gesehen, dass jemand gesagt hat, ich unterstütze Esiden. Habe ich noch nie gesehen. Jetzt kommt ein Rascho, ein Schwarzer, wie ich, und sagt, hey, ich unterstütze die Jesiden, ich liebe Jesiden, ich habe die jesidische Flagge hinter mir, ich unterstütze Jesiden. Und jetzt kommen die und nehmen Jesiden in ihren Mund, in ihren dreckigen Mund und wollen noch über Jesiden reden.
Das ist Doppelmoral bis zum geht nicht mehr, Mann. Warum habt ihr davor die Jesiden nicht unterstützt? Warum habt ihr davor nicht gesagt, ich bin für Jesidi? Jetzt kommt ein Flex, sagt, hey, ich bin für Jesiden, ich habe die jesidische Flagge hinter mir. Und dann kommen solche Menschen und sagen mir, Jesiden, warum Jesiden? Hä, was? Darf ich Jesiden nicht unterstützen? Darf ich Jesiden nicht unterstützen? Geht um die Minderheit der Jesiden und was damals mit denen passiert ist. Und deswegen unterstütze ich Jesiden. Und jetzt plötzlich kommt ihr aus irgendeiner Ecke und jetzt auf einmal wollt ihr über Jesiden sprechen. Ja, aber Jesiden, aber Flex, warum Jesiden? Ah, aha, I know. Yeah. Oder kann ich auch noch eine Sache kurz dazu sagen? Ja, Bruder Herz. Was ich auch komisch finde, generell, guck mal, bei Palästina sind sie alle am Start, aber jetzt gerade aktuell in Sudan werden tausende muslimische Geschwister von anderen muslimischen Geschwistern von ihnen TikTok-sportlich massakriert, ja? Und in Jemen sind 400.000 getötet worden, auch von Muslimen, da hörst du gar nichts, aber immer nur, wenn es um den Juden oder den Christ geht, der den Muslim angreift. Da sind sie alle gemeinsam auf der Straße. Die anderen interessieren sie keinen Millimeter. Und das ist leider Fakt. Warum geht, genau, nicht nur das. In Nigeria, ich mache jetzt mal diese Show beenden. So. Toni, in Nigeria haben Islamisten meine Brüder und Geschwister massakriert. Islamisten haben meine Brüder und Geschwister. Guck mal, ich lass dich gleich reden. Ich lass dich gleich reden. Versprochen. Ich lass dich gleich reden. In Nigeria wurden meine Brüder und Geschwister massakriert. Warum nimmst du nicht die nigerianische Fahne und gehst raus und protestierst und sagst, hey, das, was die da machen, das geht gar nicht. Warum machst du das nicht? Bitteschön, du darfst reden. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da dazu sagt. Warum nimmst du nicht die nigerianische Frage? Ich bin doch jetzt, darf ich? Du hast lange jetzt geredet, du hast lange Speech gehabt. Respekt, Alter. Martin Luther King hätte es nicht besser machen können. Wie gesagt, die Hautfarbenkeule rausholen, Bro, zieht nicht, weißt du? Guck mal, es waren ja Farbige, die Farbige in Nigeria umgenietet haben. Oder war es was anderes? Sind da Weiße gekommen oder Araber gekommen? Was hat das Farbe jetzt gerade mit dem? Ja, weil das sind die anderen Farbige nicht deine Brüder. Keiner redet über Farbe. Sind die anderen nicht deine Brüder gewesen? Wenn er sagt, Geschwister und Brüder, sagt ja, gut, also machst du Unterschied zwischen schwarzen Christen und schwarzen Muslimen, machst du Unterschied. Das niemand hat seine Farbe gewählt. Ich frage dich, hier, ich habe ihn gefragt, nicht 10 andere. Oder seid ihr Anwälte? Ich habe ihn gefragt. Lass ihn mal reden. Stimmt euch alle. Lass gut, machst du Unterschied zwischen farbigen Christen und farbigen Muslimen? Machst du Unterschied? Also sind das keine Menschen? Nur noch Islamisten, spielt keine Rolle. Ja, wann fängt ein Islamist an und wann hört Islamist für dich auf? Misst du das irgendwo? Was hat das jetzt mit der Farbe zu tun? Ja, weil das waren ja Farbige, die Farbige umgebracht haben in Nigeria. Das waren ja keine weißen Araber. Weil sie nach den Schriften gehen. Who doesn't embrace Islam, give him this here? Ja, who gut, wenn das ja so geht. Islam, bring them in chains. Natürlich. Ja, hörst natürlich, du? Aber wenn du jetzt danach gehst, wenn du hörst die Menschen du? Danach misst, warte mal, was haben die Christen in Amerika gemacht, Nord- und Südamerika, zu Kolumbus-Zeiten? Da haben die auch für Heiden erklärt und haben die abgeschlachtet. Soll ich das jetzt die Christen in die Schuhe schieben? Soll ich das irgendein Priester in die Schuhe schieben, wenn irgendwelche kleinen Kinder, das sind Idioten halt. Geh mal bitte auf meine Fragen ein, weil du springst jetzt nach Amerika. Wir wollen jetzt nicht über Amerika reden. Wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Thema. Wir springen jetzt nicht nach Amerika, wir springen nicht nach Kalifornien, wir springen nicht nach Texas und wir springen nicht nach Southside 65 Crip, was auch immer. Und wir springen auch nicht zu Westside. Wir bleiben immer noch bei dem Thema. Warum nimmst du nicht die nigerianische Fahne, gehst auf der Straße
und sagst, hey, das geht nicht, was diese Islamisten gegen unsere nigerianische Christen getan haben. Warum machst du das nicht? Warum nimmst du nicht die nigerianische Fahne und gehst auf der Straße und sagst, ich bin für Nigeria? Warum machst du das nicht? Bitteschön. Bruder, wie gesagt, noch besser, warum macht er das nicht mit Sudan? Sudan sind seine eigenen Brüder, die darunter leiden. Genau. Das ist aktuell, da sind auch Tausende am Sterben. TikTok sportlich, wenn irgendwelche Muslime irgendwelche Christen in Nigeria umgebracht haben, sind es Mörder und keine Muslime für mich. Fertig aus. Nee. Dann lies uns mal Sure 9, Vers 29 mal ganz laut vor. Ja, lies doch vor, und aber eine Sure vorher und eine Sure hinterher. Bitte. Kommt das Gleiche. Ich bin im Auto, ich habe keinen Laptop, ich habe keinen Koran. Ja, jeder von euch ist im Auto, egal wie ich. Guck, ich hupe. Soll ich nochmal hupen? Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn man jedes Mal sagt, die sollen ihre Bücher nehmen und bitte das mal lesen, dann sind sie plötzlich alle im Auto. Also keine Ahnung, egal in welcher Uhrzeit, die sind alle im Auto. Oder der Koran ist im Wohnzimmer. Ja, egal wann, die sind alle im Auto. Alle. Naja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Kann auch sein, dass er wirklich im Auto ist, was auch immer. Naja, egal. Wahnsinn. Flex. Naja. Flex. Ich hab doch gerade gehupt, Flex. Flex. Du hast doch gerade gehört, wie ich gehupt habe. Lies, ich schäme mich nicht für den Koran. Flex. Lies so vorher und so nachher vor. Toni, ja, okay. Warte. Flex, warte. Flex. Mhm. Ich höre zu, Ram. Ich wünsche euch Gottes Frieden. Ich gehe schlafen, Bruder. Flex. Und an niemand greift die Juden an. Gottes Segen, Bruder. Schlaf Frieden an euch. Ciao, ciao. Wir hören uns. Okay. Ja, ciao, ciao. Bis nächste Mal. Ciao, ciao, Bruder. Das sind diese Menschen nicht nur Zionisten, das sind auch Atheisten, die Keil zwischen Menschen treiben. Auch irgendwelche Gläubigen, die untereinander sich bekriegen, sind genauso schon für mich. Egal welchen Glaubens, sich gegenseitig umbringen, das ist nicht Wille Gottes. Dings, was steht auf den Steintafeln? Fünfte Gebot. Was ist das fünfte Gebot? Kollege, wir switchen jetzt nicht vom Thema. Was ist das fünfte Gebot, Flex? Wir switchen nicht vom Thema. Du versuchst abzulenken. Nein, frag mich doch, was soll ich für wir kommen zu den Geboten, wenn wir bei diesem Thema erst bleiben und darüber reden. Jeder, der tötet, ist kein Gläubiger. Toni. Ja, bitte. Bruder, Alter, wie kann man von einem Thema zum anderen? Jetzt sind wir plötzlich bei Geboten. Ich soll Jesiden nicht im Mund nehmen, ich soll Israel nicht im Mund nehmen. Nigeria soll ich nicht nehmen. Nein, du bist einfach. Vorträge gehalten. Ich weiß gar nicht mal, wo wir jetzt waren. Lex, mach mal bitte stumm, eine Sekunde. Leute, ist euch aufgefallen, wenn sie keine Worte mehr finden, dann gehen sie in die Opferrolle und plötzlich. Sind wir jetzt bei wo gelandet? Bei Gebote. Nenn mir mal bitte das fünfte Gebot. Da sind wir doch gar nicht. Über dieses Thema reden wir doch gar nicht. Warum sind wir jetzt plötzlich beim fünften Gebot? Wir reden hier nicht vom fünften Gebot. Wir haben ein ganz anderes Thema. Nenn mir bitte fünftes Gebot. Oh man. Und dann sind seine Leute noch hier drin und sagen und denken so, ja, okay, jetzt hat er den Mund tot gemacht. Wir haben immer noch dasselbe Thema. Bleiben wir bitte bei diesem Thema. Oh. Nein. Ey, das ist so traurig. Wir haben das Thema gehabt, warum nimmst du nicht die nigerianische Fahne und gehst auf der Straße und bist für Nigeria? Warum machst du das nicht? Warum lenkst du die ganze Zeit vom Thema ab? Aber wir lassen jetzt mal den Bruder Ram sprechen und dann schauen wir mal. So. Flex. Ja, gut, Bruder. Gestumpt, aber egal. Kannst du bitte Psalm 122, Vers 6 vorlesen? Kleinen Moment. Oh je. Ich liebe es, wenn Leute nicht bei einem Thema bleiben können. Ich liebe es. Es ist so herrlich. Ich liebe es.
Immer diese Opferrolle und dieses I have to jump because I'm a gangster. I have to jump. Du bist doch die ganze Zeit eine Opferrolle, falls du es nicht gemerkt hast. Lex, lies mal den Vers, lass mal den Vers bitte. Psalm 122, Vers was? 6. Ich hoffe ihn schon, wenn du willst. Lies mal vor, bitte. Wünscht Jerusalem Frieden. Es möge wohl gehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meine Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unser Gottes, will ich dein Bestes suchen. Okay, gut. Toni. Toni, der Grund, ja, warum Flex eine israelische Flagge hat, okay? Ja. Ist basierend auch auf wegen diesem Vers. Fertig. Jeder Christ, ja, hör zu, jeder Christ fühlt sich zu Israel hinzugezogen, okay? Weil dadurch, an dem, was wir glauben, Jesus ist uns offenbart worden durch die Blutlinie der Israeliten. Gut, jetzt hat er eine israelische Flagge. Die Bibel sagt für uns auch, wir sollen für Israel beten. Der andere sagt, wir sollen für Israel beten. Ob im Recht sind oder im Unrecht sind, egal wie. Dazu, wir sollen für den Frieden von Israel beten. Was die machen in ihrem, was die machen, ist nicht, dass wir sagen, dass wir das supporten. Wir supporten das nicht. Wir supporten keinen Tod und so. Weil in der Bibel steht auch ganz klar, liebe deinen Nächsten so wie dich selber und bete für deine Feinde. Wir supporten das nicht. Das Einzige, um was es hier geht, ist, er ist einfach eine Person, der dem Volk mag, okay, und der dem Volk supportet, wo sein Gott sich offenbart hat. Fertig. Darum geht es. Es geht weder um Tod noch um sonst was anderes. Fertig. Und deswegen, er kann auch gleichzeitig die nigerianische Flagge machen und so weiter und so fort. Es macht gar keinen Unterschied. So. Also es geht einfach nur darum, dass er Israel supportet, weil er einfach, weil Gottes Volk daraus kommt. Fertig. Und Gott, warte. Und das einzige Problem, warum alle Araber etc. Muslime was gegen Ding haben, ist, dass das einzige Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass Juden werden gehasst, okay, weil sie von Yahweh supportet werden und Yahweh nichts mit dem Koran zu tun, nichts mit dem Koran zu tun hat. Yahweh hat nichts mit dem Koran zu tun. Deswegen, Allah ist in Saudi-Arabien und Yahweh ist aus Israel. Ihr seid total, ey. Ist okay. Deswegen gibt es eine ganz klare Diskrepanz. Ganz klare Diskrepanz. Und deswegen brauchen wir darüber auch gar nicht diskutieren. So. Fertig. Es ist einfach. Ich bin wieder triggern, Alter, dahinter dir. So. Nein, du bist wieder triggern. Ich hoffe, ich konnte. Ich hoffe, mir ist scheißegal, was vor 2000 Jahren oder 1500 Jahren passiert ist. Ich hoffe, Kannst du irgendwelche Idioten damit triggern? Warte, ich bin dran jetzt. Ich hoffe, der Vers konnte helfen. Lass es auch mal jetzt halt schon mal sein. Ich werde die ganze Zeit gestummt. Ich drehe zwei Wörter, werde wieder gestummt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so oft gestummt hat wie mich. Aber ist egal, nicht schlimm. Weißt du, ich meine, Leben geht weiter. Keiner ist ja böse auf dich, keiner ist sauer auf dich. Ich bin auch nicht böse auf dich. Ich sag doch nur, du bist wie Verona Poth. Stell dich dumm, sei schlau. Weißt du, was ich bin? Was? Du kennst doch Salafisten, oder? Kennst du doch, oder? Ja, ich kenne alles. Ich kenne Salami, Salafisten. Warte mal, kennst du Salafisten? Ja, kenne ich Salafisten. Ich bin ein Salachrist. Das ist doch schön für dich. Sei froh, sei stolz drauf. Gott ist auch stolz auf dich. Salachrist. So, Gott also ist auch stolz auf dich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Mach Fitner. Gott wird dich dafür lieben. Boll Chance. Alles gut. Alles gut. Ich bin nur stark im Glaube. Das ist das. Ja, das ist natürlich. Natürlich. Ist doch klar. Bringen wir die um. Machen wir die kompletten Muslime platt, dann seid ihr glücklich, oder? Was ist dann? Ja, die Muslime machen sich schon gegenseitig in den Ländern platt. Lass uns die in den Mond schießen. Stecken wir die alle in Dings, die 2 Milliarden, zack, oder 1,8. Schießen wir die auf den Mond und dann habt ihr bestes Leben hier mit den Juden. Ja, mit den Jesiden. Und dann könnt ihr Party machen, Wein trinken. Falsch. Ja, was wollt ihr dann? Ihr braucht doch ein Feindbild. Soll ich dir mal was sagen? Ja, bitte, sag. Sogar dich liebe ich als Mensch. Ich wusste, dass du mich nicht. Wie konnte ich deine Gedanken lesen? Ich wusste, dass du es sagst. Ja, aber warum soll ich dich denn hassen? Sag mir mal, warum soll ich dich hassen? Ich will dich auch.
obwohl du Scheiße baust, mag ich dich, weißt du, lieben nicht, aber lieben tue ich nicht. Aber warum baue ich Scheiße? Familie. Sag mir mal, warum ich Scheiße baue. Bruder, du machst Fitner zwischen den Leuten, weißt du, auch diese Muslime, die das machen, falsch. Die machen auch Fitner zwischen den Leuten. Falsch. Ich kläre auf. Ja, gut, wenn du mit authentischen Quellen kommst, ist doch alles in Ordnung. Ich sag doch nicht, dass es falsch ist. Ist okay. Ich finde das sogar okay. Hier, wenn du mit authentischen Schwarz auf Weiß Quellen kommst, dann lügst du ja nicht. Ist ja so. Dann habe ich es ja nur getan, weil ich bringe nur Quellen. Ja, aber Toni, wo hat er dann Fitner gemacht? Okay. Ja, aber die Muslime bringen ja auch nur Quellen mit diesem, wie der Bruder vorhin gesagt hat, mit Dings, lass den Kelch an mir vorbeiziehen, nur dein Wille geschehe. Verstehst du, Schweiner? Ja, er wollte ja gar nicht gekreuzigt werden. Ist doch egal, guck mal, ich sag dir nur mal so nebenbei. Nein, falsche Information wieder. Falsch. Wieso denn? Er hat doch gesagt, er hat doch geweint und hat gesagt, Dings Vater, lass den Kelch an mir vorbeiziehen. Das heißt die Kreuzigung. Er wollte nicht gekreuzigt werden. Er hat alles getan für uns. Und er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Warum liest ihr diesen Teil nicht? Ja, gut, den Teil kann ich nicht. Nicht gut. Ihr müsst den ganzen Teil lesen. Ja, aber er wollte es ja nicht. Doch, er musste es. Wann hat er dann gesagt, dass es vollbracht ist? Nach der Kreuzigung. Wie bitte? Wann hat er das denn gesagt, dass es vollbracht ist? Er hat das am Kreuz gesagt. Er hat gesagt, es ist jetzt vollbracht. Es ist vollbracht. Am Kreuz. Am Kreuz, du musst lesen. Aber davor wollte er es ja nicht. Davor wollte er es ja nicht. Okay. Eine Sache. Ich würde dir empfehlen. Er hat ja geweint. Die ganze Nacht hat er geweint. Die ganze Nacht hat er geweint? Für wen? Weil er Angst hatte, hat er geweint. Er Angst hatte. Ja, ich denke mal. Hör zu. Ist doch ganz normal, ja, bitte. Hör zu. Ich frage dich jetzt eine Sache. Nein. Kann Gott mit der Sünde eine Gemeinsamkeit haben? Das weiß nur Gott. Was ist denn das für eine Frage? Ja, aber ich kann doch nicht für Gott entscheiden, was er Gemeinsamkeit haben kann oder nicht. Oder er hat doch das alles erschaffen. Ganz kurz, ja? Euch alle drei frage ich. Ja? Nein, wir jumpen nicht. Wir bleiben bei einem. Er hat es vollbracht. Lass mich bitte reden. Guck mal, so. Hier, das ist ein Monolog, was ihr führt mit mir. Ich kann ja gar nicht reden. Sagt der, der die ganze Zeit redet. Beste. Es hat keinen Wert. Ich habe den jetzt runtergesetzt, weil ununterbrochen, ohne auf die Fragen einzugehen, das mag ich nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber das hat keinen Wert. Sorry. Also er ist nett und alles, aber nein, so bringt es nichts. Er soll sich mal bitte auch eine Sache noch an ihn. Er soll mal bitte recherchieren, durch wen die meisten Muslime umkommen. Und dann wird er sehen, Muslime kommen am meisten durch andere Muslime um. Zum Beispiel Schiiten, durch Sunniten und du weißt, bla bla bla. Soll er mal richtig gucken. Das ist unnötig. So, Raoul, was können wir denn für dich tun? Nix, ich schau noch in den Anfragen, wenn du willst, kannst du mich rausmeißen. Okay. Nix. Ja, mein Lieber. Wenn etwas ist, frame me Mohammed, check your Livestream, okay? Okay, Bruder, kein Problem. Gut. Marco, wie geht's dir, Bruderherz? Mein gut, Bruderherz, und dir? Mir geht's hervorragend. Ich kann mich gar nicht beklagen, ne? Ah, ist entspannt. Ja. Osgur ist wieder rausgegangen. Okay, Bruder, haben sie alle Angst, mit zu reden? Was ist los? Bruder, jetzt schreibt einer nach dem, was ich gesagt habe, wie du Schiiten. Ich dachte, Schiiten sind keine Muslime. Ey, die machen so Fitner untereinander, das ist so lustig. Wahnsinn. Ich habe eine Frage. Nein, sagen dazu. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ich bin erkältet, deswegen. Okay, was tun wir denn für dich zu, mein Lieber? Ich bin eine Frau. Okay. Ja, ich habe eine Frage. Guck mal, diese ganze, dass man so gegenseitig, warte mal. Wegen dieser Israel-Krieg, ne, da. Wenn das umgekehrt wäre, weißt du, drehen wir jetzt alles um. Hätten die arabischen Bürger jetzt auch so reagiert? Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Wenn zum Beispiel Israel wäre jetzt total kaputt. Okay. So, hätten die auch so reagiert? Guck mal, am 7.10. haben die doch Süßigkeit verteilt und getanzt. Richtig, die haben sich gefreut. Sie haben sich dabei gefreut, ja. Ja, und das war doch falsch. Wir sind doch alle Menschen. Richtig. Ja, aber jetzt tun die so auf unschuldig. Warum hat Israel angegriffen? Israel hat doch nicht angegriffen. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die in Berlin Baklava verteilt haben und sich gefreut haben. Also ja, habe ich tatsächlich gesehen. Siehst du? Und jetzt durch diese, durch das jetzt wurde jetzt dieser große Hass entstanden. Oh, ich kann nicht reden. Du solltest auf jeden Fall nicht reden wegen deiner Stimme, sonst wird es noch schlimmer. Aber ich wollte das unbedingt sagen, weißt du? Ja, alles gut. Ich weiß das ja. Ich weiß das ja. Ich kenne das ja schon. Ja. Und jetzt tun die so auf unschuldig. Natürlich bin ich traurig für die ganzen Menschen, was sterben, weißt du? Es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Aber da gehört auch ein paar Prozent auch zu dieser Religion und zu Menschen. Zum Beispiel Israel kann man nicht sagen, alle Israeler sind schuld. Stimmt doch nicht. Es gibt Juden ja. Und Juden. Es gibt Juden und Juden, verstehst du? Wie überall. In jedem Land leben Gläubige und Nichtgläubige. Wir haben alle, ich meine, das ist ja absolut gar kein Problem. Wir lieben alle. Ja. Krieg ist immer scheiße. Gar keine Frage. Ja. Krieg ist immer scheiße. Aber ich würde dann gerne weitermachen und also. Ich würde mich bei dir bedanken nochmal, gell? Ja, danke. Ciao, ciao. Okay. Ciao, und ciao. Gute Besserung. Gute Besserung. Erko Dercimo. So, jetzt, mein Lieber, was können wir denn für dich tun? Guten Abend. Hört man mich? Man hört dich, genau. Man hört dich sehr gut. Flex, Bro. Darf ich dich Bruder nennen? Oder ist das auch nicht erlaubt? Kann ich dich Bruder nennen? Warum sollst du mich denn... Du als Mensch, mit dir habe ich doch gar kein Problem. Also warum sollten wir denn ein Problem miteinander haben? Aber Bruder, ich verfolge deine Sendungen, ich schaue mir das gerne an. Da gibt es eher weniger Beleidigungen. Aber Bruder, du lässt bestimmte Leute nicht ausreden. Du schmeißt sie sofort raus. Auch wenn die nicht beleidigen, wenn die über was diskutieren wollen, du sagst raus mit denen, sofort raus. Wenn ich merke, dass die Person die deutsche Sprache nicht versteht und die ganze Zeit von A nach B springen tut, dann schmeiße ich ihn irgendwann mal raus, weil ich einfach weiß, dass er gemerkt hat, dass ich die Wahrheit spreche und dass er einfach kein Argument findet und deswegen springt er von A nach B und das mag ich nicht. Aber Bruder, du bist doch Christ, richtig? Christ? Vom Herzen? Ich bin Christ. Glaubst du an Jesus? Ich bin nicht Christ. Ich bin ein Salachrist. Ein fanatischer Christ oder wie? Ich bin ein Hardcore-Christ, so wie ein Salafist, so ungefähr, aber nur ein Salachrist. Okay, Bruder. Aber trotzdem ist doch deine Religion für die Liebe da, oder? Ist Jesus nicht für die Liebe da? Toleranz, Akzeptanz? Richtig, Nächstenliebe habe ich tatsächlich. Aber hast du auch gerade Liebe gegeben, indem du zum Beispiel dich unterhalten hast und im Hintergrund so eine israelische Flagge hattest du? War das auch Liebe bei den anderen Gläubigen? Warum? Wenn ich jetzt die israelische Flagge als Hintergrund habe, das muss doch nichts Böses heißen immer. Viele sehen immer die Flagge und denken, oh, schlecht. Aber es geht ja darum, dass in der Bibel drin steht, dass es Gottes Augapfel ist. Also, ich liebe die Flagge. Warum sollte ich denn die Flagge hassen? Aber Bruder, da gibt es ja einen Konflikt. Wir haben einen Konflikt zurzeit in Israel. Da gibt es zwischen den Israelis und den Palästinensern seit 3 Monaten oder so, gibt es da Hardcore-Spannungen, Sachen, die da passieren. Sollte man sich da direkt so einmischen oder sollte man sagen, ey, warte, ich verletze vielleicht auch Gefühle anderer Menschen, die vielleicht gar nicht für diesen Krieg sind oder gar nicht dafür sind, dass so etwas passiert. Soll ich ganz ehrlich sein?
politische Themen sind nicht wirklich so mein Fachbereich. Mir geht es nur darum, dass ich diese Flagge liebe. Warum? Aus biblischer Sicht liebe ich diese Flagge. Aus biblischer Sicht. Ganz einfach. Aber Bruder, ich respektiere das auch. Du kannst auch lieben, ist auch kein Problem. Genau. Aber kannst du als Mensch sagen, wenn du jetzt diese Bilder da siehst, also was jetzt danach passiert ist, kannst du, hast du ein reines Gewissen, kannst du sagen, das ist alles okay, das muss so sein? Ja, aber hast du verstanden, was ich gerade gesagt habe? Aus biblischer Sicht liebe ich diese Flagge und nicht aus politischen Gründen. Aber Bruder, guck mal. Ja, ich verstehe. Mhm. Aber Bruder, eine Ungerechtigkeit bleibt eine Ungerechtigkeit. Egal wer sie macht, egal welche Religion sie macht oder welche fanatischen Leute sie machen. Eine Sache, die falsch ist, ist falsch. So, egal wer das macht, wenn das ein fanatischer Christ macht, wenn das ein fanatischer Jude macht, wenn das ein fanatischer Moslem macht, auch wenn das ein anderer Gläubiger macht, so, da muss man noch differenzieren können und sagen, guck mal, meine Religion ist nicht so eine Religion, ich stehe nicht dahinter. Das erwarte ich von den, Muslimen. Von denen erwarte ich das auch, dass die sagen, was zum Beispiel im Oktober war das, ne? 7. Oktober war das? Oder war das falsch? Was im 7. Oktober da falsch passiert ist, war falsch. Dieses Süß. Darf ich dir diesbezüglich kurz was hinzufügen? Warte kurz. Ganz kurz Geduld haben. So, jetzt. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Jetzt, wo sind wir nochmal stehen geblieben? Mein letztes Wort, was ich nochmal gesagt habe? Du meintest, warte kurz, du musst was machen oder so. Genau. Wie gesagt, ich wollte dir nur eine Sache sagen. Wusstest du, dass es in der Bibel sogar prophezeit ist, dass, so hart es klingt, also ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass keine Kinder umkommen und dass alle in Frieden leben, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Aber in der Bibel finden wir sogar, dass Gaza fallen wird. Ja. Das heißt? Das prophezeit die Bibel. Die Bedeutung davon ist? Steht in der Bibel. Wenn ich das finde, würde ich dir den Vers gerne geben. Also was meinst du mit Gaza wird fallen? Wer wird das übernehmen? Also dass Israel den Kampf gegen Gaza gewinnen wird. Das wird prophezeit. Ich kann dir den Vers gleich geben. Ich muss gucken, weil ich habe hier so viele Sachen nie gespeichert. Das ist nicht. Warte. Der Tag. Na. Also das heißt für dich, dass die Moslems da nichts zu suchen haben. Habe ich das richtig verstanden? Nein, nicht Moslems. Das ist falsch. So hart es klingt, man sagt nicht Moslems, aber man sagt dazu Heidenvölker. Okay. Ja, man sagt nicht Moslems, aber Heidenvölker. Heidenvölker. Also ich werde dir das in der Bibel zeigen. Möchtest du das hören? Klar, kein Problem. Okay, bist du bereit, das zu hören, damit du auch wirklich verstehst, dass die Bibel die Wahrheit ist? Ich habe nicht gesagt, dass Bibel nicht die Wahrheit ist. Das habe ich nicht gesagt. So was habe ich nicht gesagt. Ich werde dir beweisen, dass der Herr Jesus Christus der wahrhaftige, lebendige Gott ist. Und er ist das Leben und die Wahrheit. Und das werde ich dir anhand dieser Schrift beweisen. Okay?
Und zwar, wenn du kurz warten kannst, ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Kein Problem. So, okay. Bist du bereit? Ja, ich bin ready. Okay, du bist ready. Ich werde dir beweisen, dass der Herr wirklich die Wahrheit spricht, okay? In Zephaniah 2, Kapitel 2, Vers 4 bis 6 könnten wir eigentlich lesen. Den Gaza wird verlassen und Askalon verrödet werden. Asdod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Genau, jetzt geht's sogar weiter. Hör zu. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Kretervolk. Das Wort des Herrn ergeht gegen dich. Das war's. Die Bibel spricht die Wahrheit und die Bibel wird die Wahrheit bleiben. Für immer und ewig. Kannst du den Leuten bitte nochmal sagen, welcher Vers, weil viele haben das nicht verstanden, die Quelle. Alle, die wissen wollen, wo es genau steht. Zephaniah, Kapitel 2, Vers 4. Die Bibel ist die Wahrheit. Fertig, Punkt aus. Bruder, sollen wir ins Material reingehen? Hast du Lust drauf? Nochmal was? Sollen wir ins Material richtig reingehen, richtig tief? Hast du Lust drauf? In welchem Material jetzt? In der Bibel? In der Bibel, in Jesus. Von mir aus, aber warum gehst du nicht auf das ein, was ich gerade vorgelesen habe? Warum springen wir jetzt schon wieder? Bruder, Jesus ist King. Das sage ich, ich streite das nicht ab oder so. Jesus steht in der Tora, Jesus steht in der Tora, Jesus steht in der Bibel. Jesus steht, auch im Koran steht ja auch Jesus, weißt du ja, ne? Hast du bestimmt mitbekommen, so. Das ist ja keine Frage, ich sage ja nicht gegen Jesus etwas, so. Aber wie hat Jesus gebetet? Weißt du das auch? Okay, er hat sich verbeugt, richtig? Darauf richtig. Okay, darf man als Moslem nach oben gucken? Nein. Nein, und warum hat es dann Jesus getan? Aber Bruder, Jesus hat... Aber Bruder, please. Jesus hat sich geneigt, hat seinen Körper geneigt und hat an sich selber gebetet. Soll ich das richtig verstehen? Wir bleiben jetzt bei diesem Thema kurz. Okay. Ganz. Du wolltest mir jetzt sagen, Jesus hat gebetet wie ein Moslem. Darauf wolltest du hinaus. Ich habe das rausgefunden. Nein. Richtig? Ich habe gesagt, wie hat er gebetet? Also wie hat er, so aus Neugier, wie hat er gebetet? Wie ein Moslem. Ich weiß, dass du darauf hinaus wolltest. Sind wir ehrlich zueinander? Okay. Sind wir ehrlich zueinander oder wollen wir lügen? Nein, oder? Nein, okay. Okay, so. Und dann habe ich dich gefragt, darf man als Moslem nach oben gucken? Und dann hast du gesagt, nein. So, wenn wir zum Herrn beten, gucken wir gefälligst nach oben und sprechen mit unserem Herrn. Und wir gucken nicht nach unten, da wo der Satan ist, und gucken nur auf den Boden und gucken nie nach oben. Das ist auch nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist keine gesunde Lehre. Da hast du was Wahres, das stimmt schon, da ist logisch, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ist logisch. Easy to understand, because when you pray to God, wenn du beten tust, solltest du zum Herrn schauen, nach oben und nicht mit deinem Kopf nach unten, und das kann nichts Gutes sein. Das ist nicht Augen offen oder zu, was meinst du? Augen offen oder zu, wenn man nach oben? Spielt keine Rolle. Du kannst mit geschlossenen Augen beten, mit geöffneten Augen. Aber ich bin dafür, die Augen zu verschließen. Das ist viel, viel schöner. Warum? Du kannst wirklich,
du bist voller Konzentration. Es spielt keine Rolle. Also ob Augen offen, zu. Hauptsache, du bist mit deinem ganzen Herzen beim Herrn. Ganz einfach. Das ist also meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Aber akzeptierst du auch die Beschneidung? Uff, jetzt fragst du mich da etwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt hast du... Jesus jetzt wurde ja beschnitten, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, aber Jesus war Jude und wir sollen, wir können uns beschneiden lassen, aber wir sollen nicht unbedingt, weil wir sollen im Herzen beschnitten sein und nicht am Körper. Richtig, richtig, richtig. Gut, da hat mich jetzt der Marouche, nochmal aus der Ecke nochmal gerettet. Weil dafür bin ich ja da. Ja. Weil darauf hätte ich jetzt keine Antwort, weil ich möchte keine falschen Antworten geben, weil wenn, denn beantworte ich mit der Bibel. Weißt du, was ich meine? Also alles nur noch über die Bibel. Nicht aus meinem Mund, sondern ich lasse die Bibel antworten. Das ist viel, viel besser für mich. Ne? Aber Marouche heißt er, glaube ich, ne? Ja. Also wenn wir nach dem Herrn gehen, nach unserem Herrn, der uns befreit, unsere Sünden befreit durch das Blut, durch das reine Blut. Und wenn er beschnitten ist, dann will ich auch beschnitten werden. Ja, nochmal, es gibt keine Stelle, wo das jetzt explizit verbietet, aber wir müssen es nicht. Es ist keine Pflicht. Aber ich möchte so wie der Herr sein. Ich möchte ihn als Vorbild nehmen. Ich möchte auf seinen Weg gehen. Ja, nochmal, dann mach das doch. Wie gesagt, das steht dann nirgendwo, dass das verboten ist. Nur du sollst es nicht machen als Pflicht. Das ist der Punkt halt. Also ich kann es machen. Ich kann es machen, aber ich muss es nicht. Exakt. Und wie stehst aber du, Marouche? Ich habe dir diese Frage noch gar nicht gestellt, als du reingekommen bist. Bist du Moslem oder was bist du denn für eine Glaubenskonfession? Bruder, ich habe... Oh. Babylon, I kiss your heart, bro. Du bekommst gerade ein Geschenk. Bruder, ich würde das... wie soll ich das definieren? Ich sag mal so, Bruder, ich habe alle Bücher gelesen, die ich lesen konnte. Ne? Was bist du denn für eine Glaubensversion? Ich kann dir meinen Glauben so nicht beschreiben, Bruder. Ich kann dir nur glauben, also über meinen Glauben erzählen, dass ich die Bücher gelesen habe, dass ich mir verschiedene Gebete angeschaut habe. Und ich kann mich jetzt nicht als eine Religion beschreiben, so. Ich kann jetzt nicht sagen, du Agnostiker, du glaubst, dass es Gott gibt, aber du weißt nicht genau, wie er ist oder welche Religion er hat oder wie auch immer. Nein, ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Aber mein Herz sagt mir aber auch, dass die Menschen vieles nach ihren Vorteil genommen haben. Viele Menschen haben die Schrift oder die Schrift bisschen verändert. Das ist ein Agnostiker. Genau, das ist ein Agnostiker. Ich meine kein Atheist, ich meine ein Agnostiker. Er weiß, dass es einen Gott gibt, aber weiß nicht genau, wie. Doch, es gibt einen Gott. Hundertprozentig gibt es einen Gott. Ja, hörst du mir zu, Bruder. Deswegen sage ich ja, Agnostiker glauben daran, dass es einen Gott gibt, aber sie wissen nicht genau, welchen spezifischen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe dich verstanden. Aber ich sage, Jesus ist King. Ich sage nicht, dass Jesus ist King. Der steht im Tora, in der Bibel, auch im Koran. Am Ende des jüngsten Gerichtes kommt ja er. Steht ja auch im Koran, so habe ich ja letztens mit jemandem geredet. Und der hat gesagt, Jesus wird kommen, also nach dem Koran, am Ende des jüngsten Gerichts, glaube ich, oder so. Das zeigt ja schon, dass Jesus eine... Am Tag des jüngsten Gerichts nennt sich das. Oh, Babylon, I kiss your heart, my brother. What is going on? Bro, are you rich today, or what's going on, Babylon? Aber da steht im Koran, richtig? Guys, happy new year. Yeah, happy new year. What's his brother is talking about? We speaking about Jesus. We speaking about Jesus. We speaking about the truth and the religion. We speaking about Zephaniah 2:4. About Gaza, because it's written in the Bible that Gaza is gonna fall, and it's all written in the book. Yes. Yeah. Mm-hmm. And the land of Israel is promised to the Jew in the Quran and in the Bible. Richtig. Und Erko, ich will dir nur eine Sache mitgeben. Das steht in der Bibel.
Und deswegen ist die Bibel die Wahrheit. Und ich würde einfach nur sagen, geh den richtigen Weg. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Und wie gesagt, bevor du den Herrn Jesus Christus annimmst, würde ich dir einfach empfehlen, lies das Buch und du wirst erkennen, dass das die Wahrheit ist. Wie ist denn deine Meinung zum Islam? Also was denkst du über den Islam? Über den Koran? Was ich über den Islam denke? Ja. Der Herr warnt mich schon vor dem Islam. Das lesen wir in der Bibel. Er warnt uns schon davor. Dass die einen falschen Jesus predigen, was die ja natürlich haben. Isa ist nicht Jesus. Die Bibel verrät uns vorsichtig, sie kommen mit einem anderen Jesus, sagt die Bibel. Die Bibel verrät uns auch Vorsicht, denn wenn ein Engel zu euch kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, so sei er verflucht. Und das ist bei Mohammed passiert. Da kam ein Engel und hat ihm ein anderes Evangelium gegeben. Die Bibel prophezeit das auch. Also wissen wir ganz genau, die Bibel warnt uns schon vor dieses Evangelium, vor dieses falsche Evangelium, was die predigen. Ganz einfach. Die Bibel ist die Wahrheit. Aber du warst schon immer ein Christ, oder? Richtig? Von Kind auf warst du ein Christ. Ich war schon immer ein Christ, aber ich war davor sehr schwach im Glaube. Also ich habe schon so meine Schwankungen gehabt, bin ich ganz ehrlich. Das ist, weil ich die Bibel noch nicht richtig gekannt habe. Ne? Aber ja, genau. Aber warum hast du so ein Interesse entwickelt, das so richtig zu verstehen? Weil ich damals an der Türe, an einer anderen Türe, wo ich gearbeitet habe, hat man immer zu mir gesagt, hey, konvertiere zum Islam, konvertiere zum Islam. Und da habe ich mir immer gedacht so, ich weiß nicht. Also irgendwann mal habe ich dann gesagt so, ja, okay, ich mach's einfach. Aber etwas in mir hat gesagt, mach es nicht. Und ich bin eigentlich ein Mensch, wenn man mir sagt, hey, konvertiere oder komm, mach das, das ist das Beste für dich, dann mache ich es einfach, weil ich dann davon ausgehe, okay, hey, das ist wirklich das Beste für mich. Bis ich selber dann herausgefunden habe, hey, warte, halt, stopp, da stimmt was nicht. Denn jedes Mal, wenn ich das machen möchte, merke ich, dass etwas mich immer stoppen tut. Mach es nicht. Okay? Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, so, ja komm, dann nehme ich mal beide Bücher und vergleiche das mal ein bisschen so. Ja, dann schaue ich mir das mal an. Junge Knaben, 72 Jungfrauen im Paradies. Und da habe ich mir gedacht, so, was ist denn das? Das kann doch nicht normal sein. Und dann gucke ich mir die Bibel an. Und dann schaue ich mir den Matthäus-Vers an, ja, wo man mir gesagt hat, hey, du kriegst 100 Frauen im Himmel. Und dann schaue ich mir den Vers aber ganz genau an. Nein, damit ist die Gemeinde gemeint. Wir sehen hier ganz genau, dass wenn wir alles verlassen, nur wegen den Herrn Jesus Christus, wir haben jetzt hundertfältig im Paradies bekommen. Gemeinde, die Liebe, das ewige Leben bekommen wir. Aber bei uns gibt es sowas nicht wie, du kriegst 100 Frauen, 270 Frauen, du kriegst junge Knaben im Paradies, wenn du als Märtyrer stirbst. So ein Schwachsinn, das gibt's in der Bibel gar nicht. In der Bibel ist... In der Bibel lesen wir nur die Nächstenliebe. Also für und dich ist Jesus sofort, und da habe ich sofort, Jesus, ja? Für dich ist Gott, der Sohn und der Heilige Geist, richtig? Also Dreieinigkeit. Genau, Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins, genau. In Johannes Kapitel 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Also wenn du betest jetzt, also sagen wir mal, deine Hände öffnest und betest um Gnade, bittest dann an Jesus. Richtig, an unseren Vater, unseren Herrn, ja genau, an unseren Herrn Jesus Christus, genau, richtig. Okay, ja. Ja. Also, Herr Gott, Muslim? Ja. Hi, brother, God bless you, happy new year. God bless you. You need to come to Christianity, brother. Ja. Was sagt er? Dass du Christ werden musst. Du solltest den Christentum annehmen. Ich sage, Lord, yep. Give me a sign. Gib mir ein Zeichen. Do you know why? Do you know why? Why? Er fragt jetzt, weißt du warum? Ja. Because in the Quran says Jesus, he's the knowledge of the hour. And
in Quran says Christians will be number one until the day of the judgment. Yes, that's right, but because my brother, you know Alpha Blondy? Alpha Blondy say Sabi Allah, Sabi Allah, Sabi Allah. You know Alpha Blondy? Alpha Blondy is dead like Muhammad is dead, but Jesus is alive. Okay. I don't go by Alpha Blondy or Muhammad Blondy or Muhammad Brunette. I don't go by that. I go where the living God is, and the living God is Jesus. In the Quran, Jesus is a prophet. Do you ask yourself, how come a man, a prophet, like a Muslim say, just a prophet, he's still living for over 2,000 years ago? But Babylon, my brother, me say, the people say me the people say to me, when you praying for Jesus, but you, these people say to me, say, Jesus praying to the Lord. Why you praying to Jesus? Yes. Why do not praying to Lord? Also, habe ich das? It's normal, brother. I got it. It's normal, my brother. Jesus is human, number one, and he is divine. Same time, okay. That's what we call hypostasis. Between the body, the flesh, and the divine God. And you know, we just asked, it's about the Trinity. We can find the same thing in the Quran. Jesus, in chapter 4, verse 171, Jesus is a man, a prophet. Jesus is the word of Allah, and the Jesus is the spirit of Allah. That's our Trinity in the Quran. Yeah. Yeah, I think right. Jesus have very love. One second. Ich werde euch sagen, warum die Bibel die Wahrheit ist und das Leben. Der Herr Jesus Christus, warum er die Wahrheit ist und das Leben. Schon alleine, dass in der Bibel prophezeit wird, was in Gaza geschehen wird, daran erkennen wir, dass der Herr Jesus Christus die Wahrheit ist. Und egal wer was sagt, sollen diese Heidenvölker über Jesus Christus, die können sich weiterhin über ihn lustig machen. Aber der Zorn Gottes wird am Tag X kommen, da werden diese Heidenvölker sich vor ihm verbeugen. Ganz einfach. Wir lesen jetzt nochmal alle zusammen in Sephania Kapitel 2, Vers 4. Denn Gaza wird verlassen und Askalon verrödet werden. Asdod soll am hellen Mittag fortgetrieben und Ekron ausgerottet werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, dem Kretervolk. Das Wort des Herrn ergeht gegen dich, Kanan, du Philisterland. Ich will dich so zugrunde richten, dass niemand mehr da wohnen soll. Wow. Hi Jungs. Hi Flexa. Babylon. That hurts. Ay, that hurts. Bible is the truth. Oh my God. Was hast du gerade gelesen, Flexa? Bibel oder was hast du gelesen oder Koran? Das ist Bibel. Mhm. Das ist Bibel, die Wahrheit. Was der Unterschied, dass ich habe das jetzt in meiner Fernsehung nicht verstanden, ich bin jetzt nicht da gewesen. Die Frage ist das jetzt, Flexa, unser Unterschied zwischen Islam und der Mohammeds Gesetze und Jesus Christi Gesetze, es sind ja nur ein Unterschied, dass der ein Gott ist es. Das Problem, ihr glaubt immer noch, das ist der Gott sind drei. Also wenn wir lesen an die Atomphysiker hier drinnen, die sagen, der Flex kann kein Deutsch. Wenn hier ganz klar und deutlich drinnen steht, denn Gaza wird verlassen und Askalon verrödet werden, was verstehen wir denn da darunter? Gaza wird verlassen sein. Steht hier drinnen. Egal, das ist Atomphysik, alles gut. Lion Al-Kurdi, mein Lieber. Hallo, jetzt. Wie geht's dir?
Schieß los, mein Lieber. So, ich wollte mir noch mal sagen, dass ich würde immer noch hin, die das Vater und der Sohn und der See oder der Seele, ne? Der Seele. Heiliger Geist. Der Heilige Geist, genau, genau. Als der Jesus Christus begraben wurde, war der Gott mit ihm gewesen oder also mit begraben oder nicht? Ich verstehe dich ganz schlecht. Du musst das nochmal wiederholen. Meine Frage, als Jesus Christus begraben wurde, war der Gott mit ihm begraben oder nicht, der Vater? Sein Geist war doch schon im Paradies, er war doch oben. Nee, ich frage, er hat doch am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Ich sag zu euch, sein Fleisch ist gestorben. Sein Fleisch ist gestorben, als, nicht der Geist. Als er körperlich begraben geworden, heißt das, Gott war nicht bei ihm gewesen, richtig? Er ist zum Vater zurückgekehrt, genau. Sein Körper meine ich. Sein Geist ist wieder zurück zum Vater gekehrt. Also das sein heißt, Fleisch ist gestorben. Also das heißt, dass der Jesus Christus ist doch ein Person und Gott ist eine Person, richtig? Er kam als Menschensohn. Also Menschensohn, der Funktion eine Menschensohn, was hat der für eine Funktion? Um das besser zu erklären. Der Vater sandte seinen Sohn. Ja, also das heißt, dass Vater. Er hat die menschliche Eigenschaft. Sohn ist es ein, richtig? Wie bitte? Vater ist es ein und Sohn ist es ein, richtig? Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins, genau. In Johannes Kapitel 10, Vers 30. Genau. Nein, mein logisch jetzt mal, das ist drei in eins, ist mal ein bisschen mal satt lassen. Also logische, menschenlogische Gedanken. Logisch denken. Das heißt, Gott ist eine Person, Jesus ist eine Person, richtig? Ja, die sind alle eins, genau, richtig. Nee, ja, du stehst du, aber nicht eins. Lion Al-Kurdi. Ja. Bist du dreimal Leon oder bist du einmal Leon? Ich bin nur einmal Leon. Okay, aus was besteht dein Körper? Körper? Was noch? Geist. Körper. Seele. Und was noch? So. Okay. Bist du jetzt dreimal Leon oder bist du jetzt einmal Leon, weil du diese Eigenschaften hast? Leon, ist es ein Name? Und nein, ich rede von dir als Person. Bist du dreimal oder bist du nur einmal Al-Kurdi? Seele heißt Seele und nicht Leon. Körper heißt Körper und heißt nicht Leon. Du hast mich nicht verstanden. Doch, ich habe dich verstanden. Bestehst du aus dreimal, bist du dreimal diese Person oder bist du nur einmal diese Person? Ja, okay, dann jetzt mal machen wir es andersrum. Jesus Christus ist eine Person. Seine Seele ist auch eine Person, richtig? Richtig? Oh je. Nee, okay. Seine Seele ist doch eine Person, richtig? Da hat Jesus Christus auch eine Seele, oder nicht? Antworte nur bitte. Ich antworte jetzt das. Jesus ist doch eine Person, richtig? Leon Al-Kurdi glaubt nicht daran. Für die ist Jesus, der Heilige Geist und der Vater eine Person. Die glauben nicht, dass es getrennt ist. Verstehst du das? Ja, aber ich würde Ihnen nahe sagen, auch Jesus Christus selber hat einen Körper, eine Seele und trotzdem ist es ein Jesus Christus, richtig? Vater, nein, was? Sohn, Eigenschaft von Jesus. Heiliger Geist sind okay, der eins. Der Eigenschaft von Jesus Christus, was du genau gerade erzählst, Leon besteht auf Körper und Seele, richtig? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Okay. Die Eigenschaft der Jesus. So wie die Eigenschaft du aus Jesus. Körper, Seele und Geist bestehst. Du gut, bist eins. Okay, die Eigenschaft von Jesus. Jetzt. Genau das Gleiche. Jesus, nein. Körper, Vater, Seele. Sohn, Heiliger Geist sind eins. Okay. Nicht Jesus-Eigenschaft, nicht Gott-Eigenschaft. Ja, Vater, mal, Sohn, Heiliger Geist. Leon, ich bin Leon. Ja, ich habe Körper und ich habe Seele, richtig? Ja. So, Jesus genau das Gleiche. Jesus, Körper, Seele, richtig? Er und der Vater und dann. Warte mal. Ich hab doch Eigenschaften. Du kannst dich doch nicht mit Gott vergleichen. Okay, siehst du, nicht mit dem Gott vergleichen. Genau schön. Dann hat der Gott auch seine Eigenschaften selber, ne? Vater, Sohn,
Heiliger Geist. Definieren bitte mir da Eigenschaften von Jesus Christus separat und von Gott separat, der Vater separat. Der Vater hat den Sohn geschickt. Und deswegen, okay, wenn der Vater den Sohn die ganze Macht gegeben hat über Himmel und Erde, ist es ganz einfach zu verstehen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Nochmals. Hat der Jesus Christus die Eigenschaften geleistet wie der Vater? Die sind alle eins, ja. Johannes Kapitel 10, Vers 30. Die Eigenschaften von Jesus Christus hat das gleich wie sein Vater? Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ja, die sind alle gleich, ja. Die Eigenschaften von Jesus Christus, ist es genau das gleiche Eigenschaften von der Vater? Richtig, Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eins, genau, das ist eine Eigenschaft. Das ist eins, ich habe gesagt, die Eigenschaften. Ist ein Gott, genau, er gibt ein immer. Du antwortest immer meine Frage nicht. Ich sage mal, die Eigenschaften. Ich antworte so. Ich antworte jetzt mal. Deine Eigenschaft vom Flexa, ist das gleiche der Eigenschaft von deinem Vater selber? Ich bin nicht Gott und deswegen kann ich das sagen. Mensch, jetzt als Mensch, als Mensch. Meine Eigenschaften sind nicht gleich wie bei meinem Vater, weil ich bin nicht Gott. Schön. Aber dein Vater ist es der Vater, richtig? Der hat das gemacht. Du kannst dich doch nicht mit Gott vergleichen. Genau das ist das. Man darf nicht Jesus mit dem Gott vergleichen. Doch, weil er ist die Wahrheit und das Leben. Denn der Vater hat dem Sohn die ganze Kraft gegeben über Himmel und Erde und deswegen ist er Gott. Wenn die Eigenschaften von Gott gehabt hat, wäre er nicht tot. In deiner Hast du überhaupt jemals in deinem Leben überhaupt die Bibel schon mal gelesen? Ja klar, ich habe deutsches Bibel und ich habe arabisches Bibel bei mir sogar. Dann hast du es nicht richtig verstanden, dann solltest du es nochmal lesen. Doch, ich habe es verstanden, aber meine Logik kann das nicht akzeptieren, das ist das Problem. Nein, meine Menschenlogik kann das nicht akzeptieren. Okay. Dann werde ich dir. Ich muss aus Logik glauben. Okay, dann werde ich dir eine einzige Frage, bevor ich diese Frage stelle. Wenn wir Gott zu 100% verstehen würden, dann wäre er kein Gott. Aber ich erleichtere dir jetzt das Leben, okay? Weil du bist ja mit deinem Glauben fest, oder? Du glaubst an den Islam, richtig? Ja, richtig, genau. Sehr schön, finde ich gut. Wie lange bist du schon im Islam drin? Seit deiner Kindheit, oder? Seit dem Geburt. Seit der Geburt? Genau. Okay, very good, very good. Jetzt frage ich stelle nur eine einzige Frage. In der Bibel haben wir Prophezeiungen, die drinne stehen, die in Erfüllung gehen und die eingetreten sind. Jetzt frage ich dich, was für Prophezeiungen sind laut Islam eingetreten, die schon passiert sind? Keine biblischen Prophezeiungen. Ich möchte islamische Prophezeiungen. Bitte schön, du hast das Wort. Das islamische Prophezeiungen ist das, seitdem Adam a.s. gekommen hat, das Islam mitgebracht. Und das ist das genau das Gleiche. Was denn? Was ist los? Du wolltest doch die von den Eigenschaften vom Islam wissen, die Prophezeiungen, wieso nicht? Okay. Ich will kurz was erklären. Al-Kudli, warte. Bitte. Bitte. Lass doch was sagen erstmal. Warte. Al-Kudli. Ja. Adam und Eva. Das ist keine Prophezeiung, sondern es geht um die Erschaffung des Menschen. Das ist keine Prophezeiung. Bitte Al-Kudli, mach dich nicht vor 360 Leuten lächerlich. Ich frage dich bitte, ich flehe dich an. Mhm. Bitte beantworte mir diese Frage. Bring mir im Islam ohne biblische Prophezeiungen im Islam, was für Prophezeiungen hat es im Islam stattgefunden, die eingetreten sind, so wie die Bibel es prophezeit. Bitte, du hast das Wort. Ich sag dir das gerade, als dass Gott den Adam auch erschaffen hat, hat das Islam mit dem Adam zugeschickt. Okay? Und der Islam
als Religion ist es eine Religion zustande gekommen, die ganze Leben. Die Gesetze, jüdische Gesetze, christliche Gesetze, Prophet Muhammads Gesetze, sind das alle unter Decke des Islam. Der Adam ist es als Prophet, ist auch zum Erde zugeschickt geworden. Das ist das der vom Sinne des Islam. Ryan, du bist echt nett, aber ich glaube, du verstehst nicht die Frage so ganz. Also du verstehst die Frage nicht. Ja, ich weiß nicht, also dann frag mal, sag mal noch mal, was das dann also weißt hinaus du, geht. Okay, wir fangen jetzt Babylon, mal von vorne. Babylon, bist du noch da? Na, warte, nein, leave Babylon alone, all okay. Fine. Babylon, you chill. Nein, don't go to Babylon, all fine. Don't go to Babylon, warte. I go to Babylon. Ich gehe zu Babylon. Okay, sag mal. Babylon. Babylon, my brother, I have to ask one simple question. And you please say it in Arabic. Say to him, what kind of prophecies, okay, does exist in Islam, which has already happened in this world? And tell him, I don't want any Bible prophecies. I want Islam prophecies, because the book, the Bible, is fake. That's what they say. So I don't want any biblical prophecies. I want Islam prophecies. So please, Babylon, go for it. Tell him in Arabic. You want me to ask him what kind of prophecies in the Quran? As I explained it to you in English, yes. Please tell him in Arabic. Give him the Arabic explanation, please. تقدر تنطينا أي نبوءة من محمد أي نبوءة من الكتاب قرآن من النبي محمد إذا عندك نبوءة مين نبوءة سيدنا عيسى ولا نبوءة مين محمد نبوءة سيدنا محمد إثبات ايه اثبات نبوءه معجزه الاعجاز القراني اللي بعت لسيدنا محمد الصفر هذا الصفر طب اذا جيبوا ايتين مثل القران فبقول لك يا صفر ايتين مثل القران جيبوا ايتين مثل القران اوكي انطيلك He told me the Quran is a miracle. I said no, zero. That doesn't count. Because it's not a miracle. That's a miracle. It's not a miracle. No. Because you have 30 اسمع ليون 37 different Qurans. عندك 37 عربي قرآن يا قرآن 37 ماكو صفر داس ميريكل يا ميريكا فليكسا اسس كوران اسمع لا تروح على فلكسا انت قلت بابلون وفلكسا اجى بابلون هسه يم بابلون بس نمبر 2 اي طبعا نو بعد ما خلص هي اسك مي تو جيف تو لايك هيز فيرسز لايك ان القران Because miracles in the Quran is about all verses and chapters, all that. I can give you people that spoke in the name of Allah in the Quran. Umar bin Khattab, number one. He have 3 verses in the Quran. Ayat al-Kursi in the Quran, it's from Abu Huraira. The prophet Shaitan, he spoke on the tongue of Muhammad. And Allah also spoke in Quran. How many more do you want in the Quran? It's not only Allah. Allah, Muhammad, Abu Huraira, Omar. Okay, you know, Al-Kurdi, ich hole jemanden hoch, der dir vielleicht eventuell helfen kann. Weil heute werde ich dir beweisen, dass... Egal, ich sage jetzt erstmal gar nichts. Ich hole jemanden hoch, der dir helfen kann. Okay? So. Wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist, aber ich hole ihn mal hoch. Kurdi, are you really Kurdi?
One second, Babylon. Raoul. So holst du mich an, ich kann kein Arabisch. Raoul, was können wir denn für dich tun? Ich kann kein Arabisch, wieso holst du mich hoch? Ich hab wegen einem anderen Thema. Du hast eine Anfrage gestellt. Ja, vorhin wegen einem anderen Thema, das ist schon lange her. Okay. Okay, ja gut, dann kannst du wieder rausgehen, alles gut. Ja. Gib mal, warte. Okay. Al-Kurdi, ich hole jemanden hoch, der dir helfen kann. Okay, ist ja kein Problem. Gib mir eine Sekunde. Wenn du keine, oh je, nicht schon wieder der. Hol mal den mal hoch wieder. Ja. Alright. Babylon, just mute. Just mute and we listen. All fine. Ja, Toni, was können wir denn für dich tun? Achso, ja, du hast mich rausgeschmissen. Wir waren beim Topic. Aber jetzt seid ihr wieder an einem anderen Topic. Also, wie gesagt, ich kann kein Arabisch, lass die dann zu zweit reden. Wie gesagt, Dings, guck mal, du hast jetzt wieder die Fahne weggemacht. Schade. Mach doch mal wieder die israelische Fahne. Das war doch gut für. Ja, ja, aber wenn du eh nichts zu sagen hast, oder wenn du Al-Kurdi jetzt zum alten Topic nochmal zurück, ne? Hast du schon mal den Talmud gelesen, wenn ich dich fragen darf? Die Erklärung der Talmud hat nichts mit der Bibel zu tun. Das sind irgendwelche Menschen. Okay, das entscheidet der Christ. Du weißt schon, dass der Talmud sich auf den Koran bezieht. Das Alte Testament ist für die Juden geschickt worden und der Christ entscheidet darüber. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Alles klar, alles klar. Ich glaube, der also weiß nicht mal, was der Talmud ist. Eine Sache muss ich klarstellen. Der Talmud hat Bibel keine Gemeinsamkeit. Die Bibel wurde vor tausende von Jahren geschrieben. Der Talmud kam ganz später. Weit entfernt von der Bibel. Der Talmud hat nichts mit der Bibel gemeinsam, auch nichts mit der Tora. In den Talmud finden wir sogar Verse, die es sogar im Koran gibt. Eine Menge. Mit der Bibel, denn Gottes Wort, da kannst du nichts hinzufügen. Ganz einfach. Ja. So. Before I let Babylon speak, I want to go back to Al-Kurdi. Ich komme nochmal auf dich zu, Al-Kurdi. Nenn mir bitte nur drei Wunder. Wenn du sagst, für dich ist es ein Wunder, dass Adam und Eva da waren, wir reden von Prophezeiungen und nicht von Wunder, Al-Kurdi. Welche Prophezeiungen sind eingetreten laut Islam? Du hast das Wort. Ich sage das. Als erstes habe ich gesagt, dass das Koran selber ist ein Wunder, dass bis jetzt kann kein Mensch zwei Sätze so schreiben. Wunder, ich will eine Prophezeiung. Wie Prophezeiung im Koran selber drin, ne? Ich will eine Prophezeiung. Kein Wunder. Eine Prophezeiung. Ja, ich sag da gerade, das Wunder allein ist das eine Prophezeiung, meine Liebe. Nein, ich will kein Wunder. Ich will eine Prophezeiung. Ja, aber steht da im Koran drin, zum Beispiel das Eisen, wo an Sender machen die Kitab und Misan. Wir haben das Buch. Und das Bro, Bro, Flex, darf ich das kurz auf Kurdisch erklären? Geht das kurz? Geht das, Flex? Also, darf das ich kurz, Eisen, Kurdisch erklären? Das Eisen für die. Oh je. Das Eisen gab es schon vor. Okay. Surat al-Hadid. Al-Kurdi, wo meinst du sagen? Eisen gab es vor Islam. Eisen gab es schon vor Islam, mein Freund. Das gab es schon in der griechischen Zeit. Du hast nicht verstanden. Ich stelle das in Surat al-Hadid. Das heißt Surat das Eisen. Das Eisen, ja okay, und was steht da drin, was für Prophezeiungen haben? 25, das soll ich ja sagen, welcher Vers ist das denn? So. Ja. Hier, guck mal, geh mal bitte auf das. Oje, Leute. Merkt ihr, Leute? Das ist schon hart. Das ist schon hart, Leute. Das ist ja kann, nicht kann er Kurdisch? Kann er Kurdisch? Er ist Beijing, back Flex Beijing, Flex sagt, Flex Beijing, Jesus, yani Isa, Heiliger Geist, yani Chode, Hamu Yekin. Zani, Fremdeki. Flex Beijing, Jesus, Isa, yani Isa Messi, Heiliger Geist,
was war noch, Bruder? Heiliger Geist, ich habe jetzt, habe ich eins vergessen? Jesus, wollt, Heiliger Geist und Gott. Und Chode, Chode, Chode. Troisième Coran, da. In der Koran, der Kirche, in der Sprechenberg, schauen die Koran, die aus Kirche. Die 57, 25. Mal schauen bitte nach. Okay. Was für ein Wunder? Ja, lesen wir es mal vor. Und jetzt kommt nochmal das Kur 23. Und 24. Okay, eine Schrift. Ich will eine Prophezeiung und keine Schrift. Ich will kein Wunder, ich will eine Prophezeiung. Ja, aber das ist eine Prophezeiung. Alleine ist es das, wenn das eine Wunder kommt und du sagst, dass ich brauche eine Prophezeiung, dann sag mal, okay, du kannst okay, das nicht mal dann an Bakara 23. Ich erkläre dir, was eine Prophezeiung ist. Du verstehst nicht, was eine Prophezeiung ist. Eine Prophezeiung ist, wenn ich etwas vorhersage und es dann eintreten tut. Wunder ist keine Prophezeiung. Wenn ich jetzt etwas sage und in 3 Tagen passiert es, das ist eine Prophezeiung. Jetzt will ich von dir, laut Islam... Die Prophezeiung kommt das immer vorher. Und nicht, wenn das zum Beispiel das Islam zustande kommt oder das Prophet Mohammed. Dann musst du das Prophezeiung in der Bibel Babylon. Sehen. Babylon. Aber ich glaube, er meint die Prophezeiung, dass Jebrail, der Engel, gekommen ist und Mohammed ihn geflüstert hat und er es aufgeschrieben hat. Nein, keine Prophezeiung wird es immer vorher sein und nicht Babylon. Babylon, I am done. I am so done. Explain him what prophecies is. We are not talking about the wonder, we are talking about the prophecy. And as far as I read the Quran, I cannot find any prophecy. There is zero prophecy in this book. Nee, steht das in Alter Testament. In Alter Testament steht das auch bei Juden drinnen, die Eigenschaften der Propheten Muhammad drinnen. Die Prophezeiung. Leon, Habibi. Ja. محمد ما عنده ولا نبوءة ولا نبوءة صفر في القديم ما طلع فيها حتى لا يا عهد القديم محمد بالعهد القديم موجود حتى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة باليهود لا 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 he's saying that we have محمد in the Old Testament oh, Are you kidding me? انت شارب شيء اليوم؟ طبعا. طبعا. شيء شارب؟ موجود في الكتاب القديم وفي الكتاب الجديد. بس حبيبي لا عيب لا تضحك الناس عليك عيب. لا ما قلت اذا انت شايف هذا ضحك هذا انت مشكلة عقلك هذا بصراحة. طبعا ضحك هم يهود شلون يكون اسم محمد او نبوءة محمد بالعهد القديم؟ عند اليهود وعند الدريتس ايفانجيليوم او خصوص دي ايجنشافت بروفيت محمد في فيدس دان ايجنشافت اخر ان استاذ نو بابا نو Bro, he say, bro, he say is a Barnabas Evangelium. Bruder, du meinst Barnabas Evangelium. Barnabas. Barnabas Evangelium. Okay, this is Injil Barnabas. Do you know what they say about Muhammad in Injil Barnabas? No, he say he's a man coming mit Buchstabe M. Übersetzt mal auf Englisch. Es ma um Ahmed, mu? اسمه هو احمد مو اوكي شو مي ان ذا اولد تستامنت نو ليف انجيل برنابس بيكوز انجيل برنابس ديستروي اسلام ميك ا جوك اوت اوف محمد انجيل برنابس دو يو جايز نو ذات هي انجيل برنابس كولز محمد هي از ذا مسيا اتس نوت ايفن جيسس داس الان انجيل برنابس اتس ا جوك بيليف مي بس سمبادي برنابس ليفينج ويز جيسس No, living with Jesus. No,
It's not Barnabas has a letter of Barnabas in the Bible, not the gospel of Barnabas. The gospel of Barnabas, a Spanish who wrote it in Spain, and they found it in the 1500. Guys, yeah, you need to stop. This is a joke. Islam is already a joke, and you guys already bring those up. You become like the joke of the world, believe me. But Babylon, Brosa, why the Muslims have not problems with the black brothers, but the Christian, the Chris brothers have Bukuk's clan and another problem? Why? Why? You why? Go there. Okay. Why? Please, let's talk please, about why? Racism. Okay, yes. You ask me why? Yes. Let me explain to you. Okay. Number one, we do not have slavery in the Bible. Number two, you want me to show you that Allah is racist in the Quran and Sahih Hadith? Let's go. Quran chapter 3, verse 106. Allah said he's gonna turn faces black and faces white when he's gonna send them to hell and heaven. Allah's racist in heaven and hell, even there. Now let me show you in Sahih Mishkat al-Masabih 119. Allah, when he created Adam and Eve, Adam, he struck his right shoulder and he created the white people, and he struck his left shoulder and he created the black people. And he said he's going to send the white people to heaven and I don't care, and he's going to send to hell the black people and I don't care. Let me give you another one worse than anything else. Babylon, my brother. Let me finish. You mentioned Ku Klux Klan. We don't have in Christianity Dukan or Baba Klan. Don't say that. Shame on you. In what Islam, you know? Sahih, listen. Sahih Muslim, 1602. Muhammad exchanged two black slaves for one slave. And at the end, I don't want to read the whole thing. Read the chapter name, guys. He called the black people selling animal for animal. He called the black people animals. What's wrong with you and your Allah and Muhammad? And this is a decree in Islam. But my brother, when you go in the church, yeah? You go in the church and the praying. You see the picture on the wand, yeah? Wand, you guys, wand of English? On the wall. You see Jesus with the blue eyes and blonde hair. It says right? And Muhammad was white. And we don't worship Jesus in body. We worship Jesus the God. We don't worship the cross. We worship who was on the cross. Shut up. My brother, Malcolm, you guys don't call me my brother and tell me. No, mute yourself, yalla. Malcolm, don't tell me Allah. Don't cry. Mute yourself. Don't mute yourself. Mute yourself. I don't want. Don't cry, baby, when I yell at you. Mute yourself. Yeah. Mute yourself. I'm talking. Let me put it. Right. So. Babylon. Yes. Babylon. Yes. All fine, my brother. Just relax a little bit, my brother. Okay. Best relax. Okay. Stop crying. So when they attack. I don't relax. Don't attack. When they attack, I don't relax. I don't allow anybody to attack, and they don't respond the right way. So, in the wall, Jesus is white with the blue eyes. I don't care. Even if he's black, I will worship him. The idea of worshiping is worshiping the divine, not what color. The color is only in Islam. Allah's racist, and I gave you a verse from the Quran and two Sahih Hadith. Allah's racist. Muhammad was racist. Muhammad was making fun of black people. Muhammad had slaves in his house. Muhammad allowed to have sex with black slaves without getting married to them. You're attacking my church, my Bible, my Jesus. You're supposed to worship that Jesus in the Quran.
In the Koran. Ich habe Flex, mein Englisch ist nicht gut. Flex, mein Englisch ist nicht gut. Aber ich, bevor ich rausgehe, Flex, Flex, Bruder, stell ihn eine Frage. Sag, Erjo sagt, war Muhammad Ali ein Rassist? War Malcolm X ein Rassist? Einfach diese Frage stellen. Auf Englisch. Das war meine letzte Frage dann, okay? Okay. Malcolm X? I wanna, okay, Erko, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich mach dann kurz weiter, okay? Danke. Okay, okay. Mr. Issa, mein Lieber, ja, was können wir denn tun? Ich wollte nur kurz antworten. Ich war auch dabei, also so seit halbe Stunde dabei und ich habe zugehört. Ihr wolltet. I forgot also, Leon Al Kurdi. Allah even, Habibi. Allah even one, made. One second, Babylon. Yes. Babylon, ich bin am Anfang Englisch. Ihr wolltet ein paar Prophezeiungen also in der vom Koran also haben, ne? Prophezeiungen, man kann, also die Prophezeiungen, was ich jetzt zeige, ist nur im Koran selber. Das alleine, wenn, also wie gesagt, Al-Baqarah, oder nicht nur 23, das, nicht nur das. 23, 24 bitte mal anschauen. Lies mal bitte vor, Baqarah 20, 24. Ja, okay. Lass mich nur kurz das sagen, was ich sehe, was ich gesehen habe. Ist euch mal ganz kurz, ich mach das mal einfach. Ich möchte das mal kurz publik machen, weil das ist schon der Wahnsinn. Leute, ist euch aufgefallen, die müssen jetzt danach sogar suchen, ob es wirklich Prophezeiungen gibt, und das ist schon traurig. Sogar einer, der nicht wissend ist, in der Bibel, weiß schon, was für Prophezeiungen die Bibel gebracht. Wenigstens drei, sogar vier. Lass auch fünf sein. Also wenigstens das sollte man wissen. Und wenigstens das. Ja, ich habe viele Prophezeiungen genannt, die eingetreten sind. Und ich würde mir wünschen, wenn Mr. Issa und Al-Kurdi mir eine Prophezeiung nennen, die eingetreten sind. Ansonsten, Leute, ich gehe schlafen. Weil ich merke, ich höre hier nichts. Keine Prophezeiung, gar nichts. Ja? Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass jetzt, ja, Bruder. Ich glaube, jetzt kommt eh was aus der Bibel. Also, ich bin mir eigentlich schon sicher. Okay, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Okay, jetzt. Erstmal nicht. Das ist nicht aus der Bibel. Prophezeiungen ist erstens, okay, ich rede, es gibt mehrere und ich bin nicht so viel recherchiert, obwohl ich Muslim seit Geburt bin und Muslim bin. Ich habe Koran schon alles gelesen und ich komme auch aus dort, Middle East. Ich war immer also in der Moschee und ich habe immer gelernt, aber egal wie schlau du bist und wie viel du Arabisch auch kannst, du wirst nicht alles verstehen. Auch unsere Chefs. Ja, das ist normal, denn Gott hat die Sprache so gesandt, dass wir es eh nicht verstehen werden. Richtig, weil ein super Gott ist das, ja. Ein super Gott ist das. Auf jeden Fall. Wir kommen zu Thema. Ja, okay. Erstens, diese Prophezeiungen ist eine Sache, dass ihr, was ihr jetzt mit eurem Kopf und mit euren Gedanken denkt, dass Gott einen Sohn hat. Der hat über euch. Das ist nicht die Frage. Die und Frage diese, ist, was für Prophezeiungen habt ihr denn laut Islam? Ja, ja. Soll ich das vorlesen? Das doch, dass ihr sowas jetzt sagt, dass Gott einen Sohn hat. Das ist eine Prophezeiung. Der hat über euch geredet. Also, das war doch bei uns schon viel Leute früher da, ja? Geben würde später. Wir waren doch vor euch da. Das kann doch gar nicht sein. Sorry, Bruder, das geht doch gar nicht rein chronologisch. Ich lese kurz vor. Doch, das erste. Noch eine. Warte. Ich komme noch. Isa. Ey, das macht keinen Sinn, Al-Baqarah Kur 23. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unserem Diener hergesandet haben, so bringt doch eine Sura gleiches Art herbei und beruft euch auf eure Zeugen außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. So, der 24. Und wenn ihr es aber nicht tut, und ihr werdet es bestimmt nicht tun, so fruchtet das Feuer
diesen Brennstoff Menschen und Stein sind. Es ist für die Ungläubigen vorbereitet. Ja, bringt das alle Sucher das Gleiche? Es gibt extra eine Website sogar. Ich muss die mal raussuchen fürs nächste Mal, wo Koransuren geschrieben und, werden. Und über Israel hat er auch geredet, was heute in der Israel und Palästina passiert. Der hat auch geschrieben in der Koran. Hast du überhaupt Koran gelesen oder so ein bisschen recherchiert? Hast ich du weiß nicht. Ich check, also ich glaube nicht, nix, weil wenn du schon gelesen hattest, dann hast du auch das gesehen. Babylon. Marosch, also wenn jemand sagt, ich glaube an Koran nicht, dann sollte man, ist das eine Herausforderung. Ganz kurz bitte, ganz kurz. Let me one up and speak to Babylon for a second and Marosch. Marosch, hör mir nur ganz kurz zu und Babylon. Babylon, my brother. Yes, what's up? I am so done today. I am so done. I mean, you see, we never heard about any prophecies. They have to even Google on their book to find prophecies. And still, not even till yet, even now, we didn't hear any prophecies. So I think it's okay. I think we are done here. We're going to take a break. We're going to sleep. And this is very heartbreaking, I'm going to be honest. My heart is really melting when I listening to them. I agree with you, my brother. I agree with you. But one thing, Isa is not Jesus in the Quran. Isa is not Jesus. Stop saying everybody. Isa is Jesus. We can prove it. It's not. Yeah. Also Leute, wie gesagt, es ist okay, es war eine respektvolle Konversation, es war okay, es war gut, aber wie gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Wir haben bisher wirklich gar keine Prophezeiung gehört, wir haben ein angebliches Wunder. Und der Wunder ist der Islam, ja, aber es wurde nie prophezeit, ja. Nur, dass die Bibel es bestätigt, dass, wie gesagt, dass die ein falsches Evangelium verkündigen und einen anderen Jesus, wie gesagt, predigen, was natürlich auch eingetreten ist, denn die Bibel ist die Wahrheit. One last point, my brother. Muslims say the Bible is corrupted, the Torah is corrupted, the Injil is corrupted. Why are they trying so hard to find Muhammad in our Bible? Yeah, this is hard, yeah. Also Leute, was auch sehr, sehr komisch ist, wenn die Bibel ja verfälscht ist, warum suchen die denn in der Bibel Krampf und Ader nach Mohammed? Ne? Deswegen, Leute, wie gesagt, ich bin für heute fertig. Wir machen jetzt einfach eine Pause. Und ja, Leute, I wish you all a good night. Marosch, Bruderherz, ich küsse dein Herz. Babylon, we take a little break because my heart is really melting. Ja. Hi, Muslims, bring Hamdi. I want to do Mut'a. Okay? Please. It's been a long time. All right. So, see you in the next couple of few hours. I am done for today. Also, Leute, gute Nacht. Bye bye. I kiss your heart. Ich küsse eure Herzen. Ciao, ciao.